Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Dankeschön. Dankeschön. Keine Ahnung, ob es der Bundeskanzlerin immer noch Spaß macht, mal eben nach New York zu fliegen und dann bei den Vereinten Nationen herumzusitzen. Eines glaubt man aber sofort, dass es tausendmal netter ist, von U2-Sänger Bono und Ban Ki-moon gelobt zu werden für die große Willkommensgeste, als hierzulande von immer mehr Seiten gesagt zu bekommen, sie habe keinen Plan in der Flüchtlingspolitik. Darüber wollen wir heute Abend diskutieren. Und bei uns sind der Historiker Heinrich August Winkler, der stellvertretende Parteivorsitzende der CDU ist da, Armin Laschet, der Fraktionsvorsitzende der CSU im Bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, die ARD-Hauptstadtkorrespondentin Marion von Haaren und der Chefredakteur von Cicero, Christoph Schwennecke. Herzlich willkommen Ihnen allen. Bundespräsident Joachim Gauck hat am Sonntag in Mainz eine Rede gehalten zur Eröffnung der interkulturellen Woche und hat mit dieser Rede, das meinen zumindest einige, der Bundeskanzlerin einen deutlichen Hinweis geben wollen, dass Deutschland in der Flüchtlingspolitik doch nicht alles schaffen kann. Herr Schwennecke, das war eine neunseitige Rede, das war eine durchaus lange Rede. Da war auch eine Menge die Rede von Menschlichkeit, von Solidarität, von Zuversicht. Aber hängen geblieben ist dieser Satz, dass die Aufnahmefähigkeit begrenzt sei. Wollte der Bundespräsident das so? Definitiv. Also seine Redenschreiber und er selbst wissen ganz genau, dass in solchen Zusammenhängen dann das Soundbite, also der Teil am Ende, die Überschrift in den Tageszeitungen bildet, den er hier gerade auch noch mal gesagt hat. Deshalb bin ich ganz sicher, dieser Satz war eingebaut, weil er merkte, er muss teilweise die Aussagen der Bundeskanzlerin korrigieren, um mäßigend auf diese Ströme, die hierher kommen wollen, einzuwirken. Hat er denn recht, dass die Aufnahmekapazität begrenzt werden müsste? Also jedenfalls ist es eine, glaube ich, inzwischen Binsenweisheit, wenn man sagt, dass Deutschland und Europa oder die Europäische Union im Moment überfordert ist mit dem, was hier auf uns zukommt. Das ist nicht mehr systematisch und in geordneten Bahnen zur Hand zu haben. Natürlich hat Angela Merkel recht, wenn sie sagt, das deutsche Asylrecht kennt keine Obergrenzen. Wir können über die Frage streiten, ob es dann so sinnhaft ist von ihr, es nach dem Satz, wir schaffen das auch noch mal öffentlich zu sagen, denn du musst es nicht unbedingt sagen. Aber sie gleichwohl hat danach betonen. Gleichwohl hat danach auch ihr Innenminister Thomas de Maizière gesagt, ja, das stimmt, aber faktische Obergrenzen müssen wir uns schon irgendwie einfallen lassen. Auch das ein Indiz dafür, ein klarer Hinweis dafür, dass das, was im Moment ankommt an Leuten, nicht mehr zu beherrschen ist. Aber da können wahrscheinlich die beiden Herren aus den Bundesländern noch sachdienliche Hinweise dafür geben. Herr Laschet, dann frage ich Sie als ein Herr aus den Bundesländern, warum braucht es den Bundespräsidenten und erst den Bundespräsidenten, um zu sagen, wie wir es schaffen könnten? Das Wie gehört ja eigentlich in den Aufgabenbereich einer Kanzlerin beispielsweise. Die hat aber gesagt, dass es eben nicht dieser Obergrenzen bedürfe und sie halte sie auch gar nicht für nötig. Warum braucht es den Bundespräsidenten, um ihr das Gegenteil reinzusingen? Es braucht nicht den Bundespräsidenten. Und mein Eindruck ist, man schwankt im Moment zwischen extremen Bildern. Mhm. Vor 8 Wochen ungefähr titelt der Stern die Eiskönigin. Diese eiskalte Bundeskanzlerin, die dem armen Flüchtlingsmädchen Rehm erklärt, dass manche auch nach Hause gehen müssen, dass nicht jeder hier bleiben kann. Da galt sie als die Eiskalte, jetzt titelt der Spiegel Mutter Teresa. Also da liegen schon Welten zwischen. Und Mutter insofern Angela, genau. Weiß natürlich die Bundeskanzlerin, dass es Aufnahmegrenzen gibt. Aber nicht nur Welten, Herr Laschet, sondern auch eine Aussage. Das ist macht den Unterschied. Aber wenn die Rheinische Post sie in einem Interview fragt, kennt das Asylrecht eine Obergrenze, ist die logische Antwort, die übrigens auch der Bundespräsident nicht anders gegeben hat, nein, das kennt sie nicht. Das Asylrecht ist ein Grundrecht. Wer verfolgt ist, bekommt Asyl. Und das kann man, wenn man das Asylrecht nicht ändert, wozu der Bundespräsident auch keinen Vorschlag gemacht hat, nicht begrenzen. So, dennoch ist die Aufnahmefähigkeit der Gesellschaft natürlich an Grenzen. Und deshalb hat das Bundeskabinett unter Führung dieser Bundeskanzlerin gestern, nee, am Dienstag, ein Maßnahmenpaket beschlossen in großem Konsens mit den deutschen Ländern über Parteigrenzen hinweg, was die größte Verschärfung des Asylrechts seit 25 Jahren ist.
Auch das muss man da mal zusagen. Und insofern glaube ich, dass man, wenn man wieder sachlich spricht, was müssen wir jetzt tun? Wie kriegen wir die Systeme in Ordnung? Wie kriegen wir die Außengrenze gesichert? Wie kriegen wir vielleicht mittelfristig sogar den syrischen Bürgerkrieg beruhigt? Dann finde ich, sollten wir darauf die Kräfte konzentrieren und nicht so sehr auf diese Bilder. Aber sie hat es ja nicht gesagt. Sie hat ja immer gesagt, wir schaffen das. Ja, aber soll eine Bundeskanzlerin sagen, wir schaffen es nicht? Dann, nee, aber sie könnte sagen, wie wir es schaffen. Ja, das hat sie gesagt. Sie sagt das, indem wir zurück... Also der Ausgangspunkt der Kritik an der Bundeskanzlerin, auch von den bayerischen Freunden, ist ein Freitagnachmittag, wo Tausende von Budapest über die Autobahn auf dem Weg nach Deutschland sind. Sie wären 2-3 Tage später ohnehin an der deutschen Grenze gewesen. Und dazu sagen, mit dem österreichischen Bundeskanzler zusammen und Viktor Orban zusammen, wir machen das geordnet, das war das, was sie entschieden hat. Die Wirkung, die Willkommenskultur, die Begeisterung, ist durch ganz normale Bürger am Münchner Hauptbahnhof entstanden. Das waren die Bilder, die um die Welt gingen. Nicht die sachliche Entscheidung der Bundeskanzlerin. In dem Moment kann ich es nicht zulassen, dass ein solch ungeordneter Zustand auf der Autobahn stattfindet. Die CSU, Herr Kreuzer, wird nicht müde, genau diese Entscheidung zu kritisieren und hat danach mehrfach gesagt, es habe sich um einen riesigen Fehler gehandelt. Hat die Bundeskanzlerin die Lage noch im Griff, wenn sie sagt, es bräuchte keine Obergrenzen, und brauchte es den Bundespräsidenten, zu dem Herr Seehofer gestern verschiedentlich gesagt hat, er sei so dankbar, um mal zu sagen, dass die Aufnahmefähigkeit sehr wohl begrenzt ist? Zunächst halten wir die Entscheidung des Bundesamts zu twittern, dass nach Dublin III nicht mehr zurückgeführt wird, und auch die Aussage der Bundeskanzlerin eine Mitursache, dass so viele gekommen sind. Da sind die Zahlen erst richtig hochgegangen seit diesem Zeitpunkt. Ich muss Ihnen leider sagen, dass wir in Bayern Stand heute 192.000 Flüchtlinge nur im September haben, heute 11.000 und gestern 11.000. Das sind Dimensionen, die man gar nicht mehr auf ein Jahr hochrechnen will. Wir müssen handeln und müssen die Flüchtlingszahlen begrenzen. Es geht nicht um das Asylrecht. Asyl genießt der einzelne politisch Verfolgte bei uns. Dies sind nur 1% der Flüchtlinge. Sondern es geht darum, dass wir eine europäische Rechtslage haben, dass im Moment jeder Anspruch hat, nach Deutschland zu kommen, der aus einem Kriegsland kommt oder einem Bürgerkriegsland. So eine solche Rechtslage kennen alle anderen Länder nicht. Nicht Amerika, nicht Australien, nicht Kanada. Dies ist europäisches Recht, hat mit dem Grundgesetz nichts zu tun, und das müssen wir ändern. Aber die Frage war, hat die Bundeskanzlerin die ganze Sache noch im Griff? Wir müssen ganz klar sagen, dass insgesamt, wenn die Zahlen so anhalten, wir in eine schwierige Situation kommen und nicht mehr davon ausgehen können, dass wir bei diesen Zugangszahlen die Dinge managen, lösen können und im Griff haben. Und deswegen müssen wir dringend die Zugangszahlen absenken durch verschiedene Maßnahmen. Also hat die Bundeskanzlerin es nicht mehr im Griff? Die Bundeskanzlerin löst das Problem nicht allein. Ich sage Ihnen, ein Problem von Bayern ist, dass viele andere Länder, zum Beispiel rot-grün regierte Länder, nicht Nordrhein-Westfalen in erster Linie, die Kontingente nach dem Königsteiner Schlüssel uns nicht mehr abnehmen. Die Leute kommen zu uns, die anderen müssten abnehmen und sagen, sie haben keine Aufnahmekapazitäten mehr. Es ist eine objektiv schwierige Situation. Wir brauchen die Rechtsänderung und die Außengrenzensicherung in der Europäischen Union. Es kann nicht sein, dass die Schleuser hier bestimmen, wie viele Menschen nach Europa kommen, sondern dies müssen die Bürger und die Staaten und die Regierungen bestimmen. Aber Sie und dazu scheuen müssen sich wir wieder kommen. Die politisch Verantwortliche dafür anzugehen. Höre ich das richtig raus? Ich glaube, eine Betrachtung nach hinten hilft uns nichts. Wir müssen jetzt mit der Bundes... Haben Sie aber selbst gemacht. Sie haben den Tweet genannt, Sie haben die Entscheidung von Anfang September genannt. Und jetzt, da ich Sie noch mal frage, wollen Sie es wieder nicht machen? Sie haben recht, dass wir diese Entscheidungen für falsch gehalten haben. Aber ich sage Ihnen, es kommt jetzt darauf an, dass wir alle gemeinsam mit der Bundeskanzlerin handlungsfähig werden, um die Dinge in der Zukunft richtig hinzubekommen. Und da haben wir nicht mehr viel Zeit. Ansonsten droht uns die Lage wirklich über den Kopf zu wachsen. Und dies wollen wir in Bayern verhindern. Frau von Hahn, stimmt denn der Befund überhaupt, den Herr Kreuzer jetzt auch permanent im Munde führt, dass die Aufnahmefähigkeit begrenzt sei?
Also die Frage der Obergrenze kann ich nicht beantworten, möchte ich auch nicht beantworten, weil wir haben ein Grundgesetz, wir haben Grundwerte und ich finde es wichtig, immer wieder daran zu erinnern. Ich ärgere mich aber auch ein bisschen darüber, dass die Chronologie der Dinge nicht sauber berichtet wird. Wir haben Mitte August den Befund gehabt, dass wir 800.000 Flüchtlinge werden aufnehmen müssen in Deutschland. Das war Mitte August. Mhm. Am 21. August hat die Bundesagentur für Migration und Flüchtlinge, nachdem die Innenminister und der Bundesinnenminister entschieden haben, eine totale Blockadesituation aufzulösen, weil die eigenen Beamten in Deutschland nicht mehr in der Lage sind, die Leute alle zurückzuschicken, gesagt, die Leute werden nicht mehr zurückgeschickt, sie werden durchgeleitet. Das war am 21. August. Das Zitat, was ich ständig in der Anklage gegen Angela Merkel höre, ist am 5. September gewesen. Also bitte noch einmal sauber mit den Fakten umgehen. Der starke Zuzug war schon den ganzen August zu beobachten. Und wenn wir jetzt noch mal einen Schritt weitergehen, dann würde ich sagen, diese Flüchtlingskrise, wie wir sie jetzt erleben, war voraussehbar. Es hat Warnstimmen gegeben. Wir erleben seit mehreren Sommern, dass die Menschen im Mittelmeer ertrinken. Bitte schön, wer behauptet denn jetzt, dass das alles plötzlich über Nacht kommt? Wir haben eine Situation in den Flüchtlingsheimen, in den Flüchtlingslagern im Libanon. Da haben wir schon im Weihnachten, Winter letzten Jahres gehört, dass es viel zu wenig zu essen gibt, dass die Menschen nicht mehr versorgt werden. Im Zeitalter, wo alle Informationen um die Welt gehen, können wir nicht mehr sagen, ach, damit haben wir nichts zu tun, das ist weit weg. Natürlich haben die Leute Smartphones und sie wissen, wo es sich besser leben lässt. Die Geschichte jetzt Angela Merkel und ihrem Satz anzuhängen, finde ich, ehrlich gesagt, bigott. Und ich kann nur sagen, nicht kleine oder große, ja, nicht nur eine große Geste, es war eine großartige Geste, die sie geleistet hat. Und sie hat dafür in der Welt zu Recht sehr viel Anerkennung bekommen. Ja, das ist aber das Problem dieses Satzes, Frau von Hahn, Sie haben ja den Zeitablauf richtig und akkurat dargestellt, ist, dass er eben unterschiedliche Öffentlichkeiten erreicht hat. Er war eigentlich gemünzt auf eine Welchen deutsche, meinen Sie jetzt den genau? Satz, wir schaffen das. Sie hat gesagt und sie hat sich in die Bundespressekonferenz gesetzt, ohne dass sie gefragt worden wäre. Es war fester Vorsatz, diesen Satz loszuwerden. Hat sie gesagt, Deutschland ist ein starkes Land, wir schaffen das, zweimal hintereinander. So, dieser Satz war gemünzt darauf, an die deutsche Solidarität, also an die Hilfsbereitschaft der deutschen Bevölkerung zu appellieren. Notabene, vorher gab es schreckliche Szenen von brennenden Flüchtlingsheimen. Das passierte zwischen dem Treffen mit dem Mädchen in Rostock, also ja. Rehm in Rostock, und dieser Bundespressekonferenz. Aber Herr Laschet, es tut mir leid. Sie haben gerade gesagt, soll sie sagen, wir schaffen das nicht. Sie hat wortwörtlich diesem Mädchen in Rostock gesagt, wir können das auch nicht schaffen. Da sind Tausende und Tausende deiner Landsleute in diesen Flüchtlingslagern, im Libanon, in Jordanien, anderswo. Wir können das auch nicht schaffen, hat sie wörtlich gesagt. Und Moment, und sechs Wochen später sagt sie das glatte Gegenteil. Und dieser Satz war eigentlich gerichtet an eine Öffentlichkeit hier, aber über Twitter, Facebook, WhatsApp, whatever, verbreitet sich das natürlich auch dorthin, wo die Leute herkommen. Das ist doch logisch. Also für mich gibt es einen klipp und klaren Zusammenhang zwischen der jetzigen Situation und diesem Satz von Angela Merkel. Wollen wir ihn noch mal anhören? Ja. Vielleicht hat ihn nicht jeder so gut drauf wie Sie, Herr Schwenicke. Dann hören wir mal kurz rein, dann kennen wir ihn alle noch mal. Ja. Übrigens muss man fairerweise sagen, Herr Schwenicke, dass Sie danach auch sehr wohl noch mal sagt, dass man nicht alle aufnehmen kann. Ja, das kommt auch da auch vor. Sie hat dem Mädchen Rehm erklärt, wir können nicht die Not der gesamten Welt dadurch lösen, dass jeder hierher kommt. Deshalb wird auch mancher gehen müssen. Aber dass in der aktuellen Lage, wo in den Kommunen Not ist, sie sagt, wir schaffen das zu lösen, das finde ich keinen Gegensatz. Herr Laschet, und ich wünsche mir eine Bundeskanzlerin, die in so einer wirklich historischen Herausforderung sagt, wir schaffen das. Und die nicht sagt, ich kann nicht mehr. Herr Winkler, es hält sich kaum auf den Stuhl. Wenn ich durch das... Nein, aber jetzt mal ein Satz noch. Wenn ich durch das Land fahre und einen Bürgermeister treffe, schildert er mir, wie schwer das ist und was da ist und da ist und da ist. Aber am Ende übermittelt er für sich das Gefühl, bei uns, wir schaffen das. Ich habe noch keinen gehört, der sagt, ich will niemand mehr. Weil auch ein eigener Stolz einer Gemeinde da ist, der Ehrenamtler, alle, die da sind, wir kriegen das hin. Dass das auch Grenzen hat, schließt das doch gar nicht aus.
Aber die Frage ist, wie deutlich spricht man sie aus? Sie, Herr Winkler, haben am Montag einen Artikel geschrieben in der FAZ, einen langen Artikel unter dem unter der schönen Überschrift „Das undenkbare Denken". Und darin haben Sie auch gesagt, wenn der Zustrom anhalten würde, wird Deutschland binnen kurzem überfordert sein. Woran bemisst sich für Sie, dass dieser Zustrom uns inzwischen überfordert? Also zunächst einmal war die Entscheidung der Bundeskanzlerin und des österreichischen Bundeskanzlers ein Signal der Menschlichkeit, die in Ungarn festsitzenden Flüchtlinge nach Österreich bzw. Deutschland kommen zu lassen. Aber es wäre meiner Ansicht nach besser gewesen, das in Form einer Kontingentlösung zu verkünden. Wir sind bereit, eine bestimmte Zahl von Flüchtlingen zu übernehmen, und dann ist die Europäische Union dran. Dann sind die europäischen Nachbarn dann dran, denn es geht hier um eine europäische Verantwortung, um die Glaubwürdigkeit auch der Europäischen Union. Die Grenzen unserer Leistungs- und unserer Aufnahme- und Integrationsfähigkeit, die sind ein paar Tage lang in der offiziellen Rhetorik zu kurz gekommen. Das hat man inzwischen nachgeholt. Diese Grenzen ergeben sich ja nicht allein durch die Raumnot vieler Kommunen und die Tatsache, dass vieles nicht vorbereitet worden ist, was in der Tat viel früher hätte vorbereitet werden können. Das entscheidende Problem scheint mir zu sein, dass wir es mit einer Einwanderung zu tun haben, die ungeheure Herausforderungen stellt an unsere Integrationsfähigkeit, vor allem in Sachen Eingewöhnung in unsere politische Kultur. Und diese politische Kultur, die Kultur des Grundgesetzes, die deutsche Form der politischen Kultur des Westens, die schließt zum Beispiel ein die unveräußerlichen Menschenrechte, die Religions- und Meinungsfreiheit einschließlich der Religionskritik. Dazu gehört die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Dazu gehört die sexuelle Selbstbestimmung. Dazu gehört all das, was wir im Lauf der Jahrzehnte als Errungenschaft akzeptiert haben und wo wir uns der politischen Kultur des Westens geöffnet haben. Es ist ein ungeheures Problem, Menschen, die zum Teil ganz andere Parolen gelernt haben, die zum Beispiel auch glauben, dass man Israel beseitigen können muss und dass es auch legitim ist, Juden zu hassen. Menschen, die in solchen Traditionen aufgewachsen sind, beizubringen, dass die politische Kultur der Bundesrepublik eine ungeheure Anstrengung auch von ihnen erfordert. Das ist in der öffentlichen Debatte lange zu kurz gekommen. Und was mich an dieser Debatte gestört hat, war ein gewisses Maß an deutscher Selbstgefälligkeit und Selbstgerechtigkeit. Das Gefühl, wir sind die Weltmeister der Hilfsbereitschaft, so ist das sogar im Bundestag gesagt worden, oder ein Sehnsuchtsland für alle Welt oder die Leitnation der europäischen Werte, eine Großmacht der Werte. Das, glaube ich, grenzt an Selbstüberhebung. Das nützt Deutschland nicht. Das ist unrealistisch. Es schadet uns eher auch bei Kreisen, die Deutschland eher wohlgesonnen sind. Nein, wir dürfen uns auch nicht übernehmen. Wir müssen realistisch bleiben und vor allem einen Grundsatz berücksichtigen. Wir dürfen nicht mehr versprechen, als wir halten können. Okay, zwei Fragen dazu. Zum einen, die Hilfsbereitschaft ist auch deshalb gelobt worden, weil sie so großartig da ist. Wollen Sie das nicht anerkennen? Das ist wunderbar, auch als ein Korrektiv zu den entsetzlichen Bildern aus Heidenau oder Tröglitz. Wer hätte sich darüber nicht gefreut? Also das versteht sich von selbst, dass das ein wunderbares Signal ist. Man muss es aber nicht verbinden mit diesem fast schon nationalistischen Pathos, wir die Weltmeister, wir sind die Guten. Das, glaube ich, ist zu dick aufgetragen und eine Nummer kleiner wäre besser. Die zweite Frage, was braucht es denn, um einen realistischen Ansatz zu finden? Ich glaube, wir müssen eine ganz offene Diskussion darüber führen, ob ein so erfahrener Korrespondent wie Michael Martens von der FAZ nicht doch recht hat, wenn er sagt, manche Äußerungen, die sich auf Syrien bezogen, haben wörtlich eine kaum zu überschätzende Sogwirkung entfaltet auf die Menschen, die aus Syrien bereits geflohen waren und jetzt in den
ärmlichen Lagern im Libanon, in Jordanien oder in der Türkei leben und daraufhin beschlossen, diesen gefährlichen Weg nach Europa anzutreten, haben wir nicht zumindest hingenommen, dass da Illusionen entstanden sind, dass da das Gefühl aufgekommen ist, Deutschland ist eine Art Land der unbeschränkten Möglichkeiten. Das waren die USA im 19. Jahrhundert. Das sind wir ganz gewiss nicht. Also die Verpflichtung zur Nüchternheit, zur offenen Aussprache auch dessen, was eine Grenze, eine objektive Grenze und unserer Aufnahmefähigkeit ist, das bemisst sich das in Zahlen? Gekommen. Bitte? Bemisst sich das für Sie in Zahlen, dass man sagt, okay, hier Nein, ist die Grenze? Das lässt sich nicht in Zahlen ausdrücken. Insofern stimmt es ja auch, dass das Asylrecht keine quantitative Obergrenze hat. Das Asylrecht wirft die Frage auf, ob wir jetzt in eine grundsätzliche Diskussion auch des Artikels 16a eintreten müssen. Es ist ja nicht illegitim zu fragen, ob es etwa ehrlicher wäre zu formulieren, politisch Verfolgten gewährt die Bundesrepublik nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit Asylrecht. Darüber muss gesprochen werden. Ich kenne die Antwort nicht. Aber eine Diskussion darüber, die darf nicht tabuisiert werden. Denn eine Gefahr ist groß, den falschen Eindruck hervorzurufen, als könnten wir allen politisch Verfolgten dieser Welt zur selben Zeit und auch denen, die das Asylrecht für sich beanspruchen, ohne es vielleicht wirklich beanspruchen zu können, den Eindruck zu vermitteln, in Deutschland ist es möglich, dass wir unterkommt und eine gute Zukunft findet. Das können wir allein nicht. Wir dürfen uns nicht überheben. Wir müssen mit anderen zusammenwirken, mit den anderen Ländern der Europäischen Union, mit den großen westlichen Demokratien, auch Amerika und Kanada. Australien und Neuseeland können sich nicht heraushalten, wenn die Flüchtlinge aus Afghanistan und aus Irak und aus Syrien kommen. Syrien ist eben nur ein großes Krisenland. Und Sie, Herr Winkler, wären, sonst hätten Sie es nicht gesagt, dafür den Grundgesetz Artikel 16a so zu verändern, wie Sie es gerade beschrieben haben, mit einem Einschub, die da hieße, im Rahmen der Möglichkeiten. Dann diskutieren wir darüber. Ich fände, wir müssen diese offene Diskussion führen. Wir dürfen es nicht tabuisieren, weil die Gefahr, etwas zu behaupten, was einfach nicht ehrlich ist, diese Gefahr ist groß. Pardon, Herr Winkler, also mit allem Respekt. Wenn Sie hier das Bild zeichnen, dass Sie durch eine andere gesetzliche Regelung den Zuzug und die Wanderungsbewegung, die eingesetzt haben, wirklich begrenzen können, dann behaupten Sie etwas, wo alle Innenminister im Grunde genommen sagen, das ist eine Bewegung, die kann man so nicht stoppen. Sie können viele Gesetze begrenzen, Sie können den Asylbewerbern das Geld wegnehmen, Sie können die Leistungen einschränken, Sie können all das machen. Aber bitte erzeugen Sie nicht die Illusion, dass wir in Deutschland und Europa uns gegen eine Armuts- und Bürgerkriegsbewegung abschotten können. Das ist eine ganz große Illusion und das vermisse ich auch bei vielen Politikern, gerade auch von der CSU, die immer wieder das Bild vermitteln, ja, das kriegen wir in den Griff, wir müssen nur ein paar Gesetze ändern. Ich stimme Ihnen zu, wir können das nicht stoppen. Die Frage ist, ob wir den Strom anschwellen lassen sollen oder ob wir nicht alles tun sollten, um möglichst nah vor Ort zu helfen. In den Lagern, die dort bestehen. Die Vereinten Nationen haben ein Flüchtlingshilfswerk, dem die Mittel immer versprochen, aber nicht bewilligt worden sind in der Vergangenheit. EU und UNO müssen zusammenarbeiten. Und die Idee auch von Notaufnahmelagern möglichst nah an den Krisenherden, verbunden mit Entwicklungshilfe, mit einer viel bewussteren, gezielteren Entwicklungshilfe. Dazu brauchen Sie Waffen, dazu brauchen Sie Soldaten. Sie wissen, dass das immer wieder an dieser Frage scheitert. Sie können keine Sicherheitszonen einrichten, wie in Srebrenica, wo Sie die Leute reintun, und kein Mensch sorgt für die Sicherheit. Zum Teil liegt das auch in einer verfehlten Libyen-Politik. Herr Kreuzer, erweckt auch die CSU die Illusion in Frau von Harrens Sicht der Dinge, dass man den Flüchtlingszuzug, den Strom, von dem Sie sprechen, stoppen kann? Und es geht gar nicht? Wer die Auffassung vertritt, wir können Flüchtlingsströme überhaupt nicht stoppen, sondern müssen alles nach Europa lassen, aus Afrika, aus dem Nahen Osten, der wird diesem Kontinent schweren Schaden zufügen. Ich sage hier, allein in Syrien sind 6 Millionen in Lager und 9 Millionen Binnenflüchtlinge. Wenn die alle hierher kommen,
ist selbst ganz Europa überfordert. Dazu kommt aber Afghanistan und weitere Länder. Und wie geht es dann? Es geht so, wie es alle anderen Länder in dieser Welt machen, die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada. Diese Länder sichern ihre Außengrenzen, helfen vor Ort in den Flüchtlingslagern und lassen Leute aus Kriegsgebieten nur dann einreisen, wenn ein entsprechendes Kontingent festgelegt worden ist. Die Staaten müssen in der Hand haben, wie viel kommen und nicht die Schleuser. Ich sage dies nochmal und dies müssen wir in Europa auch so machen. Außengrenzen sichern, in den Lagern helfen. Die Leute sind ja gar nicht mehr in Kriegsgefahr in der Türkei, im Libanon, in Jordanien, sondern die müssen wir entsprechend unterstützen und nach Europa in einem gemeinsamen europäischen Kontingent kann nur derjenige einreisen, der in dieses Kontingent fällt. Dies ist die Handhabung aller Staaten. Nur wir in Europa machen es anders. Und wir können dies nicht so machen, denn dann haben wir die Entwicklung überhaupt nicht im Griff und waren grenzenlos überfordert. Ich sage, diese Entwicklung werden wir nicht einmal bis Weihnachten vernünftig gestalten können, wenn jeden Tag allein in Bayern 11.000 kommen. Und hier ist ein Wort der Kanzlerin angesagt, dass die Aufnahmefähigkeit dieses Landes jetzt erreicht ist. Es muss jetzt ein umgekehrtes Signal gesetzt werden, damit nicht immer noch mehr kommen, in dem Glauben, dass sie hier willkommen sind und dass die Aufnahme problemlos abläuft. Wir brauchen hier ein offenes Signal der Kanzlerin. Darum bitten wir, die Vergangenheitsdiskussionen bringen uns gar nichts. Aber so wie es jetzt ist, kann es auf keinen Fall weitergehen. Wir brauchen auch ein anderes Signal. Wir brauchen auch ein Signal, dass wir ja auf Einwanderung angewiesen sind und infolgedessen ein modernes, liberales Einwanderungsgesetz brauchen. Und dem widerspricht Ihre Partei und isoliert sich damit zunehmend. Das würde nämlich die legale Einwanderung erleichtern. Und doch das wäre ein Signal der Menschlichkeit an diejenigen, die sich nicht auf den Asylartikel berufen können. Sie dürfen aber nicht vergessen, ich will Ihnen dies noch sagen, dass neben diesen Flüchtlingszahlen wir jährlich eine Einwanderung nach Deutschland aus dem Ausland von netto 600.000 Menschen haben. Von 600.000 Menschen, auch außerhalb der Europäischen Union. Dass hier jeder kommen kann, der einen Arbeitsvertrag hat. Jeder kommen kann aus Mangelberufen. Und wir dürfen jetzt nicht das Signal setzen. Sie haben, Frau von Hahn, Sie haben eine große Tür Asyl auf. Glauben Sie nicht, dass Sie die zubringen, indem Sie eine zweite Tür ebenfalls aufmachen. Das ist keine Lösung. Ich muss es mal ein bisschen polemisch sagen. Die CSU hat bundespolitisch in den letzten Monaten und Jahren nicht gerade geglänzt. Sie haben einen Rohrkrepierer mit dem Betreuungsgeld fabriziert. Der nächste Rohrkrepierer wird die Maut, wo Sie vom Europäischen Gerichtshof schon die entsprechende rote Karte kriegen. Und jetzt, wie immer, muss man klar sagen, profiliert sich die CSU genau in der Flüchtlingsfrage. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, was Sie zurzeit auch mit der Union machen, das heißt mit der CDU. Ihr Vorsitzender hat noch vor 4 Monaten gesagt, mit Angela Merkel wird die Union die absolute Mehrheit bekommen. Und jetzt demontieren Sie sie öffentlich. Und ich muss Ihnen sagen, Sie erweisen der Union damit keinen guten Dienst. Aber darauf muss ich natürlich jetzt schon was sagen. Ja, Herr Schwenniger, dann Sie bitte. Wir wollen nicht Angela Merkel demontieren, sondern wir müssen dieses Problem lösen. Und wenn rechnen, dass in Bayern 200.000 ankommen, dann nehmen Sie das nächstes Jahr mal 12 und dann werden Sie sehen, dass dieses Land in ungeheure Probleme kommt. Und deswegen fordern wir die Kanzlerin auf, jetzt zu handeln. Im Übrigen wird in Bayern das Betreuungsgeld weiterbezahlt. Hier haben die Mütter, die Eltern. Ja, das ist schon sicher. Das werden wir beschließen. Da haben die Eltern in anderen Bundesländern Probleme. Bleiben wir bei der Flüchtlingspolitik, Herr Schwenninger. Demontiert die CSU gerade die Kanzlerin? Nein, das sehe ich anders. Also erstens, Frau von Hahn, zwischen diesem Treueschwur von Horst Seehofer und seinen jetzigen Äußerungen liegen eben die Äußerungen der Kanzlerin in Sachen Flüchtlingspolitik. Das muss man schon auch zur Kenntnis nehmen. Moment, und das kann natürlich, haben. Das haben kann, wir ja das kann natürlich schon festgestellt. Durchaus auch eine Rolle spielen. Nein, die CSU hat klar einen Strategiewechsel vorgenommen. Das ist hochinteressant. Politisch einen Strategiewechsel vorgenommen. Bislang galt die Parole, wir stehen treu und fest zu Angela Merkel, damit sie 2017 wieder zur Bundeskanzlerin gewählt wird und wir als CSU sozusagen im Windschatten dieses Wahlsieges 2018 zum glorreichen Wahlsieg in Bayern antreten können, um die absolute Mehrheit zu holen. Davon hat sich die CSU komplett verabschiedet und
hält Abstand zur Kanzlerin, weil sie Ansteckungsgefahr sieht. Das spielt sich im Moment politisch ab. Und das ist der Hintergrund dessen, warum die CSU so agiert, wie sie agiert. Herr Laschet. Nicht um die Kanzlerin zu demontieren, sondern um selbst besser dazustehen. Ich möchte mal sagen, nein. Ja, aber jetzt mal eine illiberale Demokratie ausspricht. Aber jetzt mal eins nach dem anderen. Also ich finde, ich lese gerade die Biografie über Franz Josef Strauß. Also da ging es heftiger zu als das, was wir im Moment erleben. Dass in einer solch wirklich historischen Situation auch unterschiedliche Akzente aus unterschiedlichen Erfahrungen, in Bayern kommen halt die meisten unmittelbar an, artikuliert werden. Heißt doch nicht, dass da in der bayerischen Staatskanzlei jemand sitzt und macht jetzt einen Strategiewechsel. Doch. Und bisher war er für Frau Merkel. Und doch, jetzt, nein, genau so ist in dieser einen Frage. Das Hemd ist die CSU Frau von Haaren, das hat auch nichts mit Betreuungsgeld zu tun. Er ist in dieser einen Frage dezidiert anderer Meinung. Und ich wette, ja, weil er weiß, wenn, wenn Sie die Mitglieder mal in der SPD fragen würden, oder wenn Sie manchmal Herrn Gabriel in diesen Tagen meandernd sehen in dieser Frage, ist das doch etwas, was die Menschen in Deutschland aufwühlt wie nichts anderes? Und das dann... Aber welche Folge ziehen wir daraus? Das ist der eine Teil. Es ist keine Strategie am grünen Tisch. Was jetzt, folgt daraus? Der Akzent ist gesetzt worden, der jetzt zu einem Konsens in der Großen Koalition und zu meiner großen Überraschung mit allen 16 deutschen Bundesländern geführt hat, ein großes finanzielles Maßnahmenpaket zu beschließen, im Asylrecht Veränderungen durchzuführen, die wir seit 20 Jahren nicht hatten, und uns in die Richtung zu bewegen, die Herr Winkler genannt hat. Asyl ist Asyl und Einwanderung ist Einwanderung. Genau. Und deshalb, da ist schon so ein kleines Einwanderungsgesetz mit drin in dem, was die Große Koalition beschlossen hat. Nämlich, dass sie für die Gruppen vom Balkan, die aus dem Asylverfahren raus müssen, wo die bayerische Idee richtig ist, Erstaufnahmezentren zu haben, aus denen sie zurückgeführt werden, ohne in die Kommunen zu kommen, denen aber eine Alternative anzubieten, wie sie auf einem anderen Weg, wenn sie Qualifikationen haben, nach Deutschland kommen könnten. So, und in dem Feld bewegen wir uns derzeit. Und ich finde, an diesen Sachthemen sollten wir das eher festmachen. Können wir gleich machen, aber ich würde gerne noch bleiben, kurz bei dem Punkt, den wir gerade hatten, was das für ein seltsamer Streit zwischen der CSU und der CDU ist. Möglicherweise ist er ein Strategiewechsel, aber in jedem Fall zeigt er doch, dass es ein komplett unterschiedliches Verständnis einer Flüchtlingspolitik gibt. Und es gibt wüste Anschuldigungen und Anwürfe an die Kanzlerin. Ich will das noch mal wiederholen für denjenigen, der es nicht sofort immer drauf hat. Diese Entscheidung, die Flüchtlinge aus Ungarn nach Deutschland zu holen oder, wie es Hans-Peter Friedrich formuliert, sie unkontrolliert ins Land zu lassen, hat er selber bewertet als eine beispiellose politische Fehlleistung der Bundesregierung, die verheerende Spätfolgen mit sich bringen würde. Das ist schon so Strauß'sche Qualität, würde ich glauben, ohne die Biografie, wie Sie gelesen zu haben. Und Herr Seehofer hat da noch eins draufgesetzt und hat gesagt, es ist ein Fehler, der uns noch lange beschäftigen wird. Und da lässt er ja überhaupt gar nicht locker. Gestern sagt er noch und schlägt wieder in dieselbe Kerbe, die Angelegenheit sei vollständig aus den Fugen geraten. Das ist immer doch ein klarer Hinweis, dass die Kanzlerin versäumt, die Sache in die Hand zu nehmen. Oder hören Sie da lauter Freundlichkeiten raus? Also, da muss man jetzt bei jedem Punkt sagen, was er meint. Er hat kritisiert die Entscheidung, die ich eben beschrieben habe, ja, Ungarn. Verstanden. So. Allerdings in einer Form, ja, die gut, okay, ich weiß auch nicht, was die Alternative wäre. Ob man die Leute, die wären zwei Tage später ohnehin in Freilassing und Salzburg gewesen. Ob wir sie dann da nicht hineingelassen hätten. Die Antwort gibt er nicht. Er sagt nur, die eine Entscheidung war falsch. Ja. So. Er macht aber nicht die Bundeskanzlerin verantwortlich für die gesamten 100.000. Also so schlau ist er auch. Und er hat auch nicht vorgeschlagen, das Asylrecht in Artikel 16 zu ändern. Nein, also aber alle haben gesagt, die Signale waren total falsch. Deshalb kommen jetzt alle, hat der Kreuzer eben auch wieder gesagt. Und er will eine andere Geste haben. Er will eine Geste haben, runterkommen. Wenn Menschen aus Syrien fliehen, den Weg übers Mittelmeer unter Lebensgefahr nehmen, tagelang auf dem Weg Richtung Europa sind, dass die nicht jede Äußerung der Bundeskanzlerin vor der Bundespressekonferenz und Strategiewechsel von Herrn Seehofer analysieren, sondern vielleicht, weil sie nur der Not entfliehen. Herr Laschet, vielleicht könnte das ja auch mal einer der Gründe sein. Herr Laschet, absolut, aber Herr Laschet, was Sie auch wissen, ist, dass diese Sätze
auch die Selfies weltweit verbreitet worden sind. Und dass sie natürlich daraus, dass jeder, der das sah, daraus lesen konnte, man sei hier als Flüchtling willkommen. Und das war doch auch die Botschaft, die sie setzen wollte, oder nicht? Ich glaube, diese Bundeskanzlerin entscheidet sehr oft pragmatisch und ist nicht den ganzen Tag damit beschäftigt, Botschaften zu senden. Wir haben jetzt, das ist nicht ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe ist sachlich, und deshalb wird sie auch so geschätzt in der Bevölkerung, sachlich in Konflikten zu Ergebnissen zu kommen. Hat sie das hier getagt, Frau von Verhaaren? Oder war das mal ganz ungewohnt emotional, wie sie sich verhalten hat? Also ich glaube, dass da eine Menge Bauchgefühl dabei war. Und zwar richtiges Bauchgefühl. Manchmal ist es ja nicht nur der Kopf alleine, der sagt, oh, die 37.000 Bedenken, die danach alle kommen, das geht ja alles gar nicht. Sie hat in dem Moment intuitiv richtig gehandelt. Und das haben die Menschen gespürt, auch in Deutschland. Das Schade an der Sache ist nur, dass jetzt innerhalb der Union und vielleicht auch in anderen Parteien jetzt die ganzen Bedenkenträger kommen. Natürlich ist es klar, dass nach einer solchen Geste erst einmal alle kommen, ist das richtig abgesehen? Sind wir kontrolliert? Die kommen doch nicht aus dem Nichts. Wir haben manche Situationen, wo wir nicht kontrolliert sind. Da stellen sich einfach Dinge jetzt dar. Ich halte das für den schwersten Fehler der Amtszeit. Das kann ja gut sein, aber da haben wir eben schon drüber gesprochen, dass Sie rein faktisch daneben liegen, Herr Schwenke. Das tut mir leid. Moment mal, die Bundeskanzlerin hat es als Ausnahmesituation tituliert. Sie hat die Ausnahmesituation noch nie für beendet erklärt, sondern es geht unvermindert weiter. 11.000 pro Tag geht unvermindert weiter. Und wir warten nicht einig. Wir wollen nicht die Bundeskanzlerin angreifen, aber wir wollen in der Sache weiterkommen, da Zugangszahlen in Deutschland von 15.000, das sind dann nämlich die deutschlandweiten pro Tag, nicht verkraftbar ist. Und wir erwarten von der Bundeskanzlerin, dass wir eine Antwort bekommen, sonst werden wir hier untragbare Zustände in unserem Land über die Monate bekommen. Und das wollen wir nicht. Wir sind den Leuten auch im Land verantwortlich, Kollege Laschet. Wir haben es doch beschlossen zusammen. Sie haben beschlossen gegen Asylmissbrauch, aber Sie haben noch keine Lösung gegen die zunehmenden Flüchtlingsströme aus den Flüchtlingslagern von Leuten, die dort in Sicherheit sind und eben nicht aus Syrien kommen. Ja. Und wir können auch diese 6 Millionen aus den Lagern und 9 Millionen aus Syrien nicht alle aufnehmen. Und da brauchen Sie Herr Laschet, die Berichte. Weil Sie das gerade so leicht reingerufen haben, Herr Laschet, vielleicht hat es nicht jeder gehört und ich bin auch nicht sicher, ob Sie es sagen wollten. Wollen Sie auch die Zahl derer begrenzen, die kommen? Ja, aber selbstverständlich wird Deutschland nicht jedes Jahr 800.000 bis 1 Million Menschen aufnehmen können. Deshalb wird da an allen Ebenen gearbeitet. Das gesamte Paket zwischen CDU, CSU, SPD und sogar grün regierten Ländern. Und das gibt es ganz selten, dass man das hinkriegt. Was im Bundeskabinett war, was jetzt im Bundestag ist, was im Schnellverfahren im Bundesrat verabschiedet werden soll, hat das Ziel, die Verfahren zu ordnen und die Zahl zu begrenzen. Die Menschen von den Demokratien des Balkans, die bis vor kurzem 40% ausmachten, müssen zurückgeführt werden. Die haben keinen Asylanspruch. Das ist Konsens. Das haben auch rot-grün regierte Länder gesagt. Also man will begrenzen, aber man hat keine Zahl verabredet. Indem der Bundesaußenminister in der Türkei ist und mit der Türkei darüber spricht, dass sie nicht die Menschen in der Menge von Bodrum auf die Insel Kos in Griechenland lässt. Dazu erhöht man die Programme für das Welternährungsprogramm, damit in den Flüchtlingslagern in der Türkei beispielsweise die Menschen bleiben können. Das findet ja alles derzeit parallel statt. Alle mit dem Bestreben, die Zahl runterzubringen und zu geordneten Verfahren zu bringen. Laschet, es ist gut, dass Sie jetzt das europäische Tableau auch damit deutlich machen, denn das ist ja nicht nur ein deutsches Problem. Die Einladung der CSU-Fraktion zu ihrer Klausursitzung an Viktor Orban war ja auch ein europäisches Signal, wenn ich das richtig sehe. Also war erstens mal ein unfreundlicher Akt gegenüber der Bundeskanzlerin, deren gespanntes Verhältnis zu Herrn Orban bekannt ist. Aber es ist ja auch ein Signal auf der europäischen Ebene, denn da haben wir einige Hardliner, zu denen gehören die Slowakei und Ungarn, die sich nun wirklich nicht im Sinne der Menschenrechte betätigt haben in dieser ganzen Debatte, sondern wirklich den Eindruck hervorgerufen haben der totalen Abwehr. Und Viktor Orban hat in einer Weise die Rechtsstaatlichkeit, die Demokratie seines Landes in Gefahr gebracht. Er hat die Unabhängigkeit der Justiz, die Pressefreiheit beeinträchtigt. Es gibt jeden Grund,
ihm massiv zu widersprechen und zu sagen, er verletzt die Kopenhagener Beitrittskriterien und die Grundwerte der EU. Ich bin im Übrigen ziemlich konsterniert, dass die jetzige Europäische Kommission und die Justizkommissarin Vera Jourova aus Prag dem Orbán nie die Parade gefahren ist, auch nicht dem angeblichen Sozialdemokraten Viktor Ponta in Rumänien, der wegen Korruption verfolgt wird. Nichts ist geschehen seitens der Europäischen Kommission. Und in dieser Situation ist eine Einladung an Viktor Orbán auch ein falsches und gefährliches europäisches Signal. Und das, glaube ich, hätte sich Horst Seehofer vorher überlegen müssen. Aber, Herr Winkler, streng genommen sind Sie doch von dem Grundgedanken der Orbánschen Flüchtlingspolitik nicht so weit entfernt. Der sagt auch, bitte Zustrom begrenzen und Grenzen zu. Also, Frau Will, es gibt den einen Punkt, wo die europäische Öffentlichkeit, sagen wir mal, inkonsequent und nicht sehr glaubwürdig agiert hat. Die Sicherung von Außengrenzen war etwas, was die Europäische Union ja von den Mitgliedern immer gefordert hat. Sie hat auch nicht protestiert, als Spanien in den nordafrikanischen Exklaven Ceuta und Melilla Grenzbefestigungen gebaut hat. Sie hat sie gefördert. Auch Bulgarien ist nicht zur Ordnung gerufen worden, als es die Grenze zur Türkei zu sichern begann. Meine Kritik an Viktor Orbán bezieht sich darauf, dass er im Grunde den europäischen Werten und den von ihm unterzeichneten Beitrittsbedingungen von Kopenhagen den Krieg erklärt hat. Aber Sie sind einverstanden mit der Sicherung der Außengrenzen. Die Sicherung der Außengrenzen kann man im Detail kritisieren. Dass die Sicherung stattfindet, ist etwas, was die EU von allen Mitgliedern erwartet. Der entscheidende Punkt ist hier die Kampfansage an die westliche Demokratie. Ein Bekenntnis zur illiberalen Demokratie, das Orbán im letzten Jahr, ausgerechnet übrigens in Rumänien, abgelegt hat, war eine derartige Provokation, dass man ein solches Europa-unfreundliches Verhalten, demokratiefeindliches Verhalten doch nicht mit einer Einladung zu einer Klausurtagung honorieren darf. Haben Sie das aus reiner Provokation gemacht? Weil Sie wussten, dass es der Kanzler noch maximal... Sondern wir haben Viktor Orbán eingeladen, weil wir glauben, dass Ungarn ein Teil der Lösung des Problems ist, weil es eine Außengrenze bei uns schützt. Wir haben über europäische Flüchtlingspolitik gesprochen und da brauchen wir Ungarn. Und ich sage Ihnen, wenn Sie solche Maßstäbe anlegen, mit wem man spricht und mit wem man verhandelt, dann dürfen Sie auch nicht mit Präsident Putin wahrscheinlich sprechen, so wie Sie das sehen, und mit vielen anderen nicht. Sondern wir brauchen hier eine pragmatische Lösung und wir brauchen hier Ungarn an unserer Seite. Und ich sage nur, wenn wir die Außengrenzen nicht mehr sichern können, die Schengen-Außengrenzen, ist dies auf Dauer das Ende von Schengen. Dann wird es in Europa keine Freizügigkeit mehr geben und dies wollen wir nicht. Und deswegen müssen wir uns schon überlegen, wie macht's Ungarn? Wie können wir die griechische Außengrenze wieder irgendwann absichern? Sonst haben wir hier vollkommen kontrollierten Zugang. Und wie können wir bei einer gesicherten Grenze auch den Zustrom begrenzen und nur so viel nach Europa lassen, wie wir insgesamt für Integration halten? Die Maßnahmen, Hilfe in den Lagern und so weiter, völlig unbestritten. Im Übrigen auch höchste Zeit, dass endlich außenpolitische Initiativen in Richtung Syrien und auch in Richtung Libyen unternommen werden. Das sind natürlich Dinge, die hat man 4, 5 Jahre lang schleifen lassen, so lange, bis die Leute nicht mehr die Hoffnung gehabt haben, in ihr Land zurückkehren zu können. Das ist auch eine der Ursachen, dass sie jetzt weggehen. Wenn ich da einhaken darf, zu dem zurückkommen, was wir eben schon mal angetippt haben. Wir sprechen ja jetzt schon eine Weile darüber, wie ließe es sich umsetzen, die Aufnahmefähigkeit, um jetzt nochmal den Bundespräsidenten zu zitieren, zu begrenzen. Das ist jetzt hier verschiedentlich gefallen. Nicht alle sind dieser Meinung. Wie ließe sich ansonsten eine Flüchtlingspolitik vernünftig gestalten? Und ich will nicht übersehen, dass Herr Winkler einen interessanten Punkt in die Debatte geworfen hat, mit dem, weiß Gott, nicht jeder einverstanden ist, nämlich auch an das Asylrecht ranzugehen.
Wir können dazu vielleicht noch mal raufgucken auf das, was Herr Gauck gesagt hat. Denn Herr Winkler ist vielleicht auch nicht ganz alleine. Denn da sagt er ja, wir kennen den rechtlichen Rahmen. Unser Asyl- und Flüchtlingsrecht fragt bei jedem Einzelnen nur danach, ob die Voraussetzungen der Schutzgewährung vorliegen. Und dann, es bemisst sich nicht nach Zahlen. Und doch wissen wir, unsere Aufnahmekapazität ist begrenzt, auch wenn noch nicht ausgehandelt ist, wo die Grenzen liegen. Aus Ihnen habe ich jetzt auch keine genaue Zahl rausbekommen, aber rausgehört, dass mindestens Herr Laschet und Herr Kreuzer dafür sind, in irgendeiner Weise zu begrenzen. Herr Kreuzer ist entschieden, Herr Winkler will vielleicht ans Asylrecht. Und das gab es schon mal 1993, als das Asylrecht im Grundgesetz verändert wurde und Navid Kermani dazu gesagt hat, es sei verstümmelt worden. Herr Winkler, ist es dann der richtige Gedanke, das Grundgesetz und Artikel 16a noch mal weiter zu ändern, auch das richtige Signal zur richtigen Zeit im richtigen Land, das sich doch gerade daran so freut, so hilfsbereit zu sein? Dieser Artikel 16, bevor er 16a wurde, der ist 1948, 49 unter dem frischen Eindruck der unmenschlichen Diktatur der Nationalsozialisten formuliert worden und unter dem Eindruck der Emigration aus Deutschland, das hatten die Väter und Mütter des Grundgesetzes vor Augen. Nicht die großen Massen an Asylsuchenden, die in den 90er Jahren und verstärkt heute kommen. Und meine Frage ist, und das ist einstweilen eine Frage, die ich nicht beantworten kann, aber auch gerne Juristen, Völkerrechtlern, Staatsrechtlern, Europarechtlern stellen würde oder auch Philosophen und Theologen, weil es um ethische Fragen geht, um Nächstenliebe und Fernstenliebe, und das hängt sehr vieles daran. Wäre es ein Gebot der Ehrlichkeit zu sagen, wenn alle politisch Verfolgten oder alle, die sich politisch verfolgt fühlen, zur gleichen Zeit Asyl in Deutschland beantragen, dann sind wir in der Tat überfordert. Wäre es nicht unter diesen Umständen richtig, nach besten Kräften im Rahmen des nur irgend möglichen Asyl zu gewähren? Und das wäre ein Grund, ernsthaft über den Alternativvorschlag zu diskutieren, den ich vorhin mit den Worten skizziert habe. Politisch Verfolgten gewährt die Bundesrepublik nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit Asylrecht. Damit verpflichten wir uns, das Äußerste zu tun, aber nicht zu versprechen, was wir nicht halten können. Es ist die eine Frage der Ehrlichkeit, und die muss offen diskutiert werden. Wäre das nicht ehrlich? Trotzdem muss ich jetzt mal was dazu sagen, weil ich glaube, zur Ehrlichkeit gehört auch, dass wir hier noch mal die Zahlen trotzdem auf den Tisch legen, damit wir von einem richtigen Befund ausgehen. 3% der weltweit auf der Flucht befindlichen Menschen kommen nach Europa. 3%. 86%. Neueste Zahlen von Miserior. 86% der geflüchteten Menschen leben im eigenen Land vertrieben in Nachbarländern. Also diese Illusion immer zu glauben oder ein Bild zu malen, Deutschland sei der Sehnsuchtsort von 60 Millionen Menschen, ist faktisch einfach daneben. Naja, aber es ist doch so, Frau von Hahn, dass im Moment jedenfalls jeden Tag eine Kleinstadt an Menschen hierher kommt, um hier Zuflucht zu finden. Aus sehr konkreten Gründen kommen die hierher. Ja, natürlich, das stelle ich doch damit gar nicht in Frage. Aus sehr konkreten Gründen. Sie können nicht in Frage stellen, dass jeden Tag 12.000 vielleicht umgehen. Aber Sie können viel wirksamer mit diesen Menschen umgehen. Vielleicht dieses Land gesellschaftlich an die Grenzen führt. Ich sage gar nicht operativ oder praktisch, denn ich glaube, die kann man unterbringen. Aber warum setzen Sie am falschen Hebel an? Wieso setze ich da am falschen Hebel an? Ich setze daran an, den hier ankommt. Das erkläre ich Ihnen. Wenn Sie eine Sekunde noch zuhören, erkläre ich Ihnen das gerne. Das Desaster, was wir jetzt haben, dass so viele Menschen hierher kommen, ist verursacht worden in den Flüchtlingslagern, im Libanon, in Jordanien, in Ägypten, in den ganzen Ländern, die hauptsächlich die Flüchtlingslast tragen. Die haben wir im Stich gelassen, genauso wie die Türkei. Und jetzt wundern wir uns darüber, dass die kommen und fangen an unseren Gesetzen und Grundgesetzen herumzudoktoren, was auf die Dauer nicht Frau bringt. Frau von Hahn, ich hänge immer durch diesem Satz von Herrn Winkler nach, wir dürfen nicht mehr versprechen, als wir halten können. Und ich glaube, dass mit diesen Sätzen von Frau Merkel mehr versprochen wurde, als dieses Welcher Land. Welcher Satz denn? Ja, als, das wir schaffen das. Lassen Sie mich noch mal kurz. Dieser Satz, wir schaffen das alles.
Denn es ist eines, das zu sagen. Winston Churchill hat das auch mal gesagt als Kriegsminister. Und er war an einem Ort, wo die deutsche Luftwaffe verheert hatte. Und da waren Trümmerfrauen, haben aufgeräumt. Da hat er auch gesagt, wir schaffen das. Da haben die Trümmerfrauen gesagt, ich weiß, ich habe schon eine Ahnung davon, wen der mit wir meint. Und haben weitergearbeitet. Und so ist das da auch ein bisschen. Wissen Sie, die Hilfsbereitschaft ist enorm groß in diesem Land. Und ich finde das fantastisch, dass das groß ist. Aber das kann natürlich auch kippen. Ja. Und das ist genau das, was Herr Winkler meint. Das kann eben ein auch kippen. Vorrufen. Wäre es dann ehrlicher, Herr Laschet, wäre es dann ehrlicher oder ist es dem vermuteten Druck der Straße nachgegeben, zu sagen, wir erklären uns anders, auch im Artikel 16a Grundgesetz und sagen, nur im Rahmen der Möglichkeiten gewähren wir. Ich finde, in so einer Situation kann man alles erörtern erstmal. Es ist ja kein Denkverbot da. Herr Winkler kann das sagen. Man kann sagen, wir brauchen eine europäische Perspektive. Wir brauchen vielleicht einen europäischen Asylstandard, der dann überall gilt. Hat übrigens der Innenminister Friedrich verhindert, dass da irgendeine europäische Zuständigkeit kommt. Weil vor 3 Jahren alle gesagt haben, das können die Nationalstaaten am besten. Wir sind die Größten. Die blöde EU kann das nicht. Wir können das. Nein, die Nationalstaaten sind überfordert. Wir brauchen die europäische Lösung. Da kann man vieles erörtern. Was ich nur schwierig finde, ist, wir müssen diese aktuelle Situation jetzt lösen. Wir haben 93 das Asylrecht mit einem Kraftakt geändert. War das eigentlich gut? Das war gut, das war richtig, weil die Präzisierung dazu kam. Dieser absolute Satz hat damals zu auch ungesteuerten Verhältnissen geführt. Übrigens nicht aus Bürgerkriegen, sondern jeder hat sich ja darauf berufen, der nicht verfolgt war, aber es war ein gesellschaftlicher Kraftakt. Ich erinnere mich in der Zeit, als diese Bundestagsentscheidung fiel, wir haben eben Wolfgang Schäuble da im Bundestag gesehen, konnten die Abgeordneten das einzige Mal in 70 Jahren Bundesrepublik, 60 Jahre, den Plenarsaal nicht betreten, weil eine riesen Menschenblockade war. Die sind aus Bad Godesberg mit Schiffen auf der Rheinseite an den Bonner Bundestag. Also eine sehr emotional aufgeladene Stimmung. Und jetzt ist es geändert. Es hat dazu geführt, dass die Zahl rigoros runterging und bis vor 4 Jahren bei 40.000, 50.000 lag. Letztes Jahr auch noch vertretbar war und seit Juli, August, September diesen Jahres so extrem steigt. Und in so einem Moment zu sagen, jetzt ändern wir mal eben das Grundgesetz, für das es gar keine Zweidrittelmehrheit gibt, finde ich, löst bald... Gerade haben Sie aber gesagt, es bringt was. Bitte? Gerade haben Sie gesagt, es bringt Nein, was. Ich habe gesagt, die Grundgesetzänderung hat dazu geführt, dass Frau weniger... Will, es hat damals was gebracht. Jetzt nicht mehr? Wenn Sie Asylrecht abschaffen, bringt es was, in der Tat. Sie müssen es ja abschaffen. Wie Sie es formulieren, ist es ein gewährtes Recht und kein Individualrecht mehr. Es werden Dinge behauptet, Kollege Laschet, die stimmen einfach nicht. Ein Mensch, der aus einem Kriegsgebiet kommt, bekommt in Deutschland kein Asyl. Ja, sind wir einig. Wir haben 1% der Flüchtlinge, die herkommen, die Asyl anerkannt waren. Deswegen brauchen wir mitnichten das Grundgesetz ändern. Wir können jeden politisch Verfolgten hier aufnehmen. Ja. Die Problematik liegt hier... Weil es nur so wenige sind. Es sind, wenn 1 Million kommt, 1.000, um es jetzt mal deutlich zu sagen. Die Restlichen, die ihr Bleiberecht bekommen, bekommen dies aufgrund der europäischen Flüchtlingsrichtlinie. Die sind nicht individuell verfolgt, die sind nicht nach Artikel 16 Grundgesetz geschützt. Und deswegen sage ich, wir müssen die Außengrenzen sichern, diese Flüchtlingsrichtlinie und das entsprechend deutsche Gesetz ändern und europäische Kontingente festsetzen. Wir brauchen keine Änderung des Grundgesetzes. Asyl muss nicht begrenzt werden. Die Schwierigkeiten liegen wo ganz anders. Ich sage nur, diese Flüchtlingsrichtlinie ist nie anerkannt worden von Großbritannien, von Dänemark, von Irland. Diese Länder haben die Problematik deshalb nicht, dass jeder zu ihnen kommen kann. Und ich sage, wir müssen es so regeln, dass die Staaten Europas bestimmen, wie viele herkommen können. Im Übrigen halte ich für keine gute Lösung, dass wenn wir in einem Land sind, dass wir die Gesamtbevölkerung in einen anderen Kontinent übersiedeln. Das hat es ja noch nie gegeben, sondern wir müssen vor Ort handeln, die Menschen in sicheren Flüchtlingslagern unterstützen und schauen, dass sie wieder in ihr Land zurückgehen können. Die Übersiedlung ganzer Völker ist kein Weg.
Was machen Sie denn, wenn morgen in Pakistan, einem Land mit 180 Millionen, ein Bürgerkrieg ausbricht und die sind dann alle rechtlich, theoretisch berechtigt, nach Europa zu kommen, nach der jetzigen Rechtslage? Dies müssen wir schleunigst ändern. Dies hat für Jugoslawien gepasst, ist ein Nachbarstaat mit überschaubarem Umfang. Aber wir können nicht allen Kriegsflüchtlingen in Europa Aufnahmebereitschaft geben. Dies überfordert diesen Kontinent und auch Deutschland. Selbstverständlich. Herr Winkler. Herr Kreuzer. Frau von Hahn, lassen Sie Herrn Winkler noch mal antworten. Herr Kreuzer, jede Lösung, die dazu führt, dass wir nicht Tragödien produzieren durch Enttäuschungen von Erwartungen, die entstanden sind und die wir ja zwangsläufig enttäuschen müssen, indem wir sagen, es gibt für euch kein individuelles Asylrecht, weil die Voraussetzungen nicht vorliegen. Jede Lösung, die dazu führt, dass wir im Interesse der Menschlichkeit nicht solche gefährlichen Reisen geradezu ermutigen und dann ein negatives Ergebnis zu erwarten ist, weil die Rechtslage eben gar nicht erlaubt, dass Asyl gewährt wird. Jede Lösung, die dazu führt, dass wir mehr Ehrlichkeit einziehen lassen in die deutsche Migrations- und Asylpolitik, ist mir recht. Und wenn das ohne Grundgesetzänderung möglich ist, umso lieber. Nur wir müssen uns anstrengen, diese inzwischen entstandenen Illusionen rechtzeitig zu berichtigen und klarzumachen, wie streng die Maßstäbe für politisches Asyl sein müssen und wie sehr wir andererseits die legale Einwanderung erleichtern müssen durch ein modernes Einwanderungsgesetz. Herr Winkler, ich weiß nicht, ob Sie sich selber auch wundern. Ich wundere mich, dass Sie plötzlich so konservativ geworden sind. Was ist passiert? Also es gibt eine französische Redensart, die heißt: Für irgendjemanden ist man immer ein Reaktionär. Also damit muss man sich abfinden. Wenn das ein Gebot der Wahrhaftigkeit und der Ehrlichkeit ist, dass man sagt, wir dürfen Enttäuschungen nicht vorprogrammieren. Wir dürfen nicht Leute in der Illusion wiegen, sie könnten ja bleiben und sie können es nachher nicht. Wenn das konservativ ist, dann bin ich für Sie gerne ein Konservativer. Aber kann es sein, dass man in solchen Phasen, und das war ja auch Kermanis Punkt, Fehler macht? Dass man allzu schnell Grundsätze aufgibt, die uns als Land, auch Europa als Kontinent, eben noch ausgezeichnet haben. Ich schätze Germania sehr, aber diese Kritik hat mich nicht überzeugt, weil ich glaube, der Bundestag hat sich damals diese Entscheidung 1993 nicht leicht gemacht. Das Bundesverfassungsgericht hat ja im Mai 1996 diese Entscheidung auch bestätigt. Nein, es war insofern eine sehr problematische Entscheidung oder eine problematische Grundgesetzänderung, als da Ausführungsbestimmungen in die Verfassung geschrieben worden sind, die eigentlich nicht in eine Verfassung gehören. Und deswegen finde ich, es gehört auch zur Ehrlichkeit, dass man noch einmal offen darüber spricht, wie könnte man es besser machen. Aber dass das auf absehbare Zeit keine große Chance hat, will ich gerne einräumen. Nur die Frage bleibt, wie können wir rechtzeitig Illusionen vorbeugen, die dann jede Menge individuelle Tragödien bedeuten. Das, glaube ich, muss als Herausforderung anerkannt werden. Das Praktische, also was der Kollege Kreuzer beschrieben hat, deshalb war das gar kein Gegensatz, war die korrekte Rechtsbeschreibung. Das heißt aber trotz allem, jeder, der kommt, dessen Antrag muss erstmal geprüft werden. Er kann dann abgelehnt werden, er hat keinen Anspruch, aber ist erstmal da. Und dann kommt die Schwierigkeit hinzu, es gab das sogenannte Dublin-Verfahren, das man in ein sicheres Drittland zurückführt. Ja. Das könnte man bei den vielen, die aus Lampedusa kamen, nach Italien auch durchaus machen. Ja. Norditalien ist eine reiche Region, Italien hätte da viel mehr machen können. Nur jetzt kommen die Menschen über Griechenland in Länder, in die wir dann nicht zurückführen, aus ganz verständlichen Gründen. Und abschieben nach Syrien würde derzeit auch keiner. Unabhängig, ob der Mensch anerkannt ist oder nicht. Und deshalb ist die Lage etwas komplizierter. In den Balkan können Sie die Menschen zurückführen. Albanien ist eine Demokratie, ein Rechtsstaat. Aber Sie können heute keinen nach Syrien in den Krieg zurückschicken. Und das macht die Schwierigkeit aus. In der Systematik des Rechts stimme ich dem Kollegen Kreuzer zu. Und wir müssen auch die Zahl begrenzen. Und dem dient alles das, was Bundestag, Bundesrat und andere gerade tun. Derzeit ist es aber so, das kennen Herr Kreuzer, Sie alle aus vielen, vielen Erzählungen, aus vielen Beobachtungen und aus vielen Erkenntnissen.
dass der Alltag der Deutschen im Moment von dieser Schwierigkeit, wie Sie sie gerade genannt haben, Herr Laschet, stark beeinflusst ist. Auch was wir Ihnen jetzt zeigen wollen, ist überhaupt gar nicht spektakulär. Können Sie überall und da und dort in jeder deutschen Stadt ganz gesichert so beobachten. Aber es macht auf Dauer was mit unserer Gesellschaft, vermute ich. Frau von Hahn, was meinen Sie, wie lange funktioniert das, den Schulleitern, der Stadträtin, die wir da gehört haben, immer wieder zu sagen, wir, und gemeint ist dann ihr, schafft das? Wie lange geht das so? Das kann ich nicht sagen, wie lange das so geht. Das hängt sehr stark davon ab, wie groß der Wille ist und wie groß auch der politische Wille ist, einzugreifen, zu helfen, Möglichkeiten bereitzustellen, damit sich solche Situationen nicht auf Dauer einspielen. Es gibt da durchaus noch Reserven, an die man rangehen kann. Es gibt diverse Gebäude, auch private Gebäude, die leer stehen. Dieser Tage hat jemand im Handelsblatt die Meinung geäußert, es gibt auch einen Paragraphen im Grundgesetz, der besagt, dass man, um, ich sag mal, Schlimmeres, eine Gefahr abzuwehren, auch darüber nachdenken muss, dass Leute, die aus Spekulationszwecken ihre Häuser leer stehen lassen, dass man da vielleicht mal dafür sorgt, dass die vermietet werden, dass die Städte das anmieten. Also ich denke mal, da gibt es noch eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Ich habe nur ein Gefühl, was mich sehr unangenehm beschleicht bei dieser ganzen Geschichte. Umso mehr wir darüber reden, dass wir Grundgesetz einschränken müssen und überall Begrenzungen schreien, nehmen wir ein Stück dieses Elans und dieser Möglichkeiten aus der Gesellschaft raus, gemeinschaftlich zu sagen, diese Entwicklung ist im Moment da. Und wir haben eine Superkraft gerade von der Basis gespürt, dass die Politik jetzt wirklich den Moment vergeigt, indem sie sich in kleinkariertes Grundgesetzgerangel hin und her begibt, anstatt zu sagen, genau wie Roman Herzog in den 90er Jahren gesagt hat, durch diese Gesellschaft muss jetzt ein Ruck gehen. Wir haben eine außergewöhnliche Situation. Und da gibt es noch jede Menge Möglichkeiten und Kräfte, die man mobilisieren kann und guten Willen. Aber wenn die Politik den Zweifel aufkommen lässt, dass man eigentlich nur noch über Begrenzung redet, aber nicht über die Bewältigung dieser täglichen Probleme, dann sehe ich in der Tat schwarz. Machen Sie das gerade, Herr Kreuzer, dass Sie die große Hilfsbereitschaft kaputtreden, indem Sie immer sagen, es kann sowieso nicht klappen? Ich glaube, ich muss Sie mal mit nach Passau oder Freilassing nehmen, dass Sie sich die Dinge mal anschauen, wie das dann in der Praxis sich auswirkt, wenn an einem Tag 10.000 kommen. Wer glaubt denn eigentlich im Ernst? Wir haben im Moment 200.000 in Bayern. Dann haben wir 270.000 in Deutschland. Das ist eine Großstadt. Im Monat. Wer glaubt im Ernst, dass wenn diese Entwicklung so weitergeht und uns nicht gelingt zu begrenzen, dass wir dies integrieren können? Wir müssen jeden Monat eine Großstadt bauen. Das ist doch eine völlig wahnwitzige Zahl. Das ist überhaupt nicht zu schaffen. Wir haben alle Hände voll zu tun, diejenigen zu integrieren, die jetzt da sind. Die sitzen noch in Turnhallen. Die Bundeswehr baut mir Zelte ohne Boden auf, obwohl ich jetzt Frost bekomme in Größenordnung von Lagern mit 5.000 und 10.000 Leuten, die in wenigen Tagen voll sind. Ich habe von 200.000 noch 110.000 da, weil es mir die anderen Länder nicht mehr abnehmen, obwohl Niedersachsen und andere viel weniger haben wie mir. Und Sie sagen, ja, das werden wir schon alles schaffen, wenn wir uns genügend anstrengen. Eine Zahl mit 10.000 am Tag ist auf Dauer nicht aufzunehmen, nicht zu integrieren. Wer dies sagt, der täuscht sich selber und täuscht die Bevölkerung. Es gibt ein böses Erwachen. Die Integration wird nicht gelingen. Wir werden unruhige Zeiten bekommen und deswegen sage ich Ihnen, wir müssen diesen Zustrom merklich einschränken. Wir haben jetzt hier gesehen, was im Moment in den Turnhallen passiert, die den Schulen halt für einige Zeit weggenommen werden. Es wird, da muss man sich auch im Klaren darüber sein, das Geld, was Wolfgang Schäuble bislang bereitgestellt hat, wird nicht reichen. Die 6 Milliarden, die bereitgestellt wurden, reichen nicht. Er hat darüber hinaus schon 2 Milliarden Kollekte ausgerufen. Das heißt, in den einzelnen Ministerien wird geschaut werden. Und die Spitzenbeamten im Nationales, also im Arbeitsministerium, sind jetzt dabei, Geld umzuschichten und sagen, wir müssen natürlich da Sprachschulungen vornehmen. Das geht ja gar nicht anders. Das müssen wir irgendwo anders wegnehmen. Das heißt, der Satz von Sigmar Gabriel, es würden keine neuen Verteilungskämpfe da mit einhergehen, ist nicht haltbar. Da werden andererseits neue hören wir heute sprudelnde Steuereinnahmen. Ja, das ist im Moment der einzige Grund. Das ist der einzige Grund, warum Herr Schäuble erstmal nonchalant diese 6 Milliarden auch hinlegen konnte. Aber alle in der Regierung, die damit befasst sind, wissen,
dass das hinten und vorne trotzdem nicht reichen wird und dass man darüber hinaus Geld auftreiben wird, müssen wird. Und dann wird es zu Verteilungskämpfen kommen, wo man dann einfach sagt, ja, bisher kam das eben diesen Leuten zugute, der Sprachkurs, jetzt muss er aber anderen zugute. Und da muss man, man muss es zumindest vor Augen haben, wenn man sagt, wie Frau von Haaren. Dann wir sprechen uns wieder, Herr Laschet. Ja, aber was denn sonst? Nein. Die Menschen sind ja jetzt da. Herr Laschet, ich bin doch bei Herrn Kreuzer, dass wir es begrenzen müssen. Ich bin echt beeindruckt von Ihnen, wie tapfer Sie hier Ihre Rolle spielen. Das ist ganz toll. Aber in Wahrheit ist in der CDU... Entschuldigung, so geht das nicht. Ich spiele hier keine Rolle. In der CDU sind viel mehr Leute auf der CSU... Entschuldigung, dann hören Sie, als Sie glauben. Geben Sie sich doch mal kurz die Mühe zuzuhören. Ich bin dabei bei Herrn Kreuzer die ganze Zeit schon. Hören Sie doch einfach zu. Ja. Dass wir die Zahl begrenzen müssen. Ja. Dass wir das nicht schaffen, jede Woche 10.000 Menschen aufzunehmen. De facto sind jetzt 800.000 da. Und aus den Vorjahren auch noch. Und der Zustand ist, wie Sie ihn beschreiben. Und die Frage ist, was machen wir daraus? Und da kann ich sagen, geht alles nicht, schwierig, Krise, bricht alles auseinander. Oder ich sage, wir packen das. Aber das, was jetzt da ist, schaffen wir. Aber was machen Sie denn? Was macht denn im Moment die Bundesregierung? Hat die Bundesregierung wirklich einen Plan, bei dem Sie Herrn Kreuzer zusichern können, dass er nicht wieder diese 10.000 pro Tag erstmal in Bayern hat und dann zusehen muss, dass sie dann irgendwie verteilt werden auf die anderen Bundesländer, die dann helfen sollen, das jetzt ja zum Glück dann auch tun. Aber dennoch, Bayern hat da sehr viel mehr aufgenommen, als es überhaupt müsste nach dem Königsteiner Schlüssel. Da wird also schon viel gemacht. Nordrhein-Westfalen auch. Ja. Gut, ja. Wunderbar. Sie loben die rot-grüne Regierung. Nein, ich lobe das Land. Ich sage die Zahl. 30% sind inzwischen in Nordrhein-Westfalen. Herr Laschet, aber ich will was anderes fragen. Das, was gestern beschlossen worden ist vom Kabinett, zum Beispiel, dass man eben noch drei Staaten mehr, Albanien, das Kosovo, Montenegro, zu sicheren Herkunftsstaaten macht, zu solchen. Führt das denn augenblicklich dazu, dass sich was verbessern wird? Wenn Sie sagen, die Menschen müssen 6 Monate in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben, das wünscht man übrigens keinem, aber das scheint nicht anders zu gehen, hoffe ich mal, dass Sie da einen guten Grund haben, weshalb Sie es so machen. Wird das denn dazu führen, dass weniger Menschen kommen? Ist also ein Plan erkennbar? Frau Will, wenn das, was Bayern macht, alle Länder gemacht hätten, schon früher, für die Menschen, die aus Demokratien kommen, eine Erstaufnahmestelle, ein schnelles Verfahren, genug Beamte des BAMF, Verwaltungsrichter und eine Rückführung aus der Erstaufnahmestelle zurück in die Demokratie auf dem Balkan, hätten wir heute 40% weniger Menschen da. Da wären es nicht 800.000, sondern wären es 500.000. Darf ich das mal an Zahlen festmachen? Ich glaube zu wissen, dass Bayern 2.500 Menschen abgeschoben hat, oder? Stimmt das? Wir haben in diesem Jahr mehr abgeschoben. Das sind die Zahlen des letzten Jahres. Sie müssen aber eines wissen. Wie viel sind es denn, Herr Kreuzer? Ich kann Ihnen nicht sagen, was heute der Innenminister abgeschoben hat. Ich schätze, dass wir auf 10.000 am Ende des Jahres kommen. So, ändert das denn wesentlich was an der Situation? Nein, Sie müssen Folgendes sehen, Frau Will. Das will ich ja nur verstehen. Das Ziel dieser Einrichtungen ist, die Menschen dort gut unterzubringen, aber nur Sachleistungen auszugeben, sodass sie keine Geldleistungen empfangen, die sie mit nach Hause nehmen können. Wir wollen die Verfahren in 6 Wochen entscheiden. Das soll abschrecken, ne? Da soll man gar keine Lust haben entscheiden. Und dann werden wir sofort anschließend zurückführen. Und wenn dies Standard in Deutschland ist, wird niemand mehr, der selbst nicht glaubt, dass er ein Bleiberecht hat, zu uns kommen und Asyl beantragen. Das ist ganz klar. Und dies betrifft den Balkan und die sicheren Drittstaaten. Und dann haben wir in der Tat etwas geschafft. Aber wir haben nicht das Problem der Menschen aus Kriegs- und Bürgerkriegsgebieten gelöst, was ebenfalls stark einsteigt. Und das müssen wir in einem zweiten Schritt lösen. Ich sage noch mal, 15 Millionen Syrer auf der Flucht. Da kann nicht jeder einen Rechtsanspruch haben, nach Deutschland zu gehen, so wie dies im Moment ist. Wir müssen die Außengrenzen sichern und mit Kontingenten arbeiten, wie dies auch die USA tun, Kanada, Großbritannien, Australien, diesen individuellen Anspruch. Hierher zu kommen, gibt es nirgends und den können wir auch nicht. Hat aber doch trotzdem auch nicht geklappt, Herr Kreuzer. Wie lange die Europäische Union schon versucht, dieses Problem zu lösen, Flüchtlinge kontingentweise oder auch, man hat dafür das Wort Quoten dann wieder gefunden, zu verteilen. Es klappt doch alles nicht. Hier geht es um ein Zugangskontingent nach Europa, das die Staaten insgesamt festlegen. Und wenn Sie dies begrenzen, werden Sie die anderen Staaten auch besser dazu bekommen, davon eine Quote zu übernehmen. Das Problem ist doch heute, wenn ein Land eine Quote
übernimmt, dann weiß es ja gar nicht, kommen 5.000, kommen 10.000, in ein kleines Land kommen 50.000. Wie viel kommen denn überhaupt nach Europa und wie viel werden verteilt? Wir werden uns ganz schnell einigen, dass wir dies begrenzen. Dies wollen alle anderen europäischen Länder auch. Und dann verteilen wir dies nach Quoten innerhalb Europas. Da werden wir eine Einigung bekommen. Die ist auch nicht unmenschlich. Da geht es nicht darum, die Leute im Kriegsgebiet zu lassen, sondern die sind in Lagern außerhalb des Kriegsgebiets, in sicheren Drittstaaten. Die müssen wir unterstützen. Und dann haben wir die gleiche Rechtslage wie alle anderen Länder auch. Staaten wie Amerika, Kanada, Australien, die klassische Einwanderungsländer sind, würden nie auf den Gedanken kommen, jedem, der aus einem Land kommt, wo Krieg herrscht, einen Zutrittsanspruch in ihr Land zu geben, weil dies ja gar nicht zu leisten ist, meine Damen und Herren. Da passiert genau das, was uns im Moment passiert. 11.000 am Tag nur in Bayern. Wenn dieser Zustand so weitergeht, dann werden wir Riesenprobleme schon in diesem Winter bekommen. Wir haben aber auch eine große, wenn Sie Kanada mit der EU vergleichen, dann muss ich einfach mal sagen, das ist ein sehr viel homogeneres Land. Man muss bei den Ländern, die Sie nennen, immer auch sagen, da sind viele Inseln dabei. Die Briten haben da sehr viel weniger Probleme damit. Da sieht man dann die Flüchtlinge auf den Zügen, die dann durch den Eurotunnel fahren und zum Teil getötet werden. Also ich denke, Sie vergleichen da auch, Gebiete, die man eigentlich so nicht vergleichen kann. Damit hören wir auf jetzt. Ich glaube, wir verständigen uns nicht mehr auf eine einheitliche Meinung. Aber wir haben viel dazu gehört, dass es offensichtlich wichtig ist, jetzt eine Lösung zu finden, wie auch immer die aussehen mag. Danke, dass Sie da waren. Danke an Sie, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mittwoch. Whatever, verbreitet sich das natürlich auch dorthin, wo die Leute herkommen. Das ist doch logisch. Also für mich gibt es einen klipp und klaren Zusammenhang zwischen der jetzigen Situation und diesem Satz von Angela Merkel. Wollen wir ihn noch mal anhören? Vielleicht hat ihn nicht jeder so gut drauf wie Sie, Herr Schwenicke. Dann hören wir mal kurz rein, dann kennen wir ihn alle noch mal. Okay. Übrigens muss man fairerweise sagen, Herr Schwenicke, dass Sie danach auch sehr wohl noch mal sagt, dass man nicht alle aufnehmen kann. Ja, das kommt auch da auch vor. Sie hat dem Mädchen Rehm erklärt, wir können nicht die Not der gesamten Welt dadurch lösen, dass jeder hierher kommt. Deshalb wird auch mancher gehen müssen. Aber dass in der aktuellen Lage, wo in den Kommunen Not ist, sie sagt, wir schaffen das zu lösen, das finde ich keinen Gegensatz. Herr Laschet, und ich wünsche mir eine Bundeskanzlerin, die in so einer wirklich historischen Herausforderung sagt, wir schaffen das. Und die nicht sagt, ich kann nicht mehr. Herr Winkler, es hält sich kaum auf den Stuhl. Wenn ich durch das... Nein, aber jetzt mal ein Satz noch. Wenn ich durch das Land fahre und einen Bürgermeister treffe, schildert er mir, wie schwer das ist und was da ist und da ist und da ist. Aber am Ende übermittelt er für sich das Gefühl, bei uns, wir schaffen das. Ich habe noch keinen gehört, der sagt, ich will niemand mehr. Weil auch ein eigener Stolz einer Gemeinde da ist, der Ehrenamtler, alle, die da sind, wir kriegen das hin. Dass das auch Grenzen hat, schließt das doch gar nicht aus. Aber die Frage ist, wie deutlich spricht man sie aus? Sie, Herr Winkler, haben am Montag einen Artikel geschrieben in der FAZ, einen langen Artikel unter der schönen Überschrift Das undenkbare Denken. Und darin haben Sie auch gesagt, wenn der Zustrom anhalten würde, wird Deutschland binnen kurzem überfordert sein. Woran bemisst sich für Sie, dass dieser Zustrom uns inzwischen überfordert? Also zunächst einmal war die Entscheidung der Bundeskanzlerin und des österreichischen Bundeskanzlers ein Signal der Menschlichkeit, die in Ungarn festsitzenden Flüchtlinge nach Österreich bzw. Deutschland kommen zu lassen. Aber es wäre meiner Ansicht nach besser gewesen, das in Form einer Kontingentlösung zu verkünden. Wir sind bereit, eine bestimmte Zahl von Flüchtlingen zu übernehmen und dann ist die Europäische Union dran. Dann sind die europäischen Nachbarn dann dran, denn es geht hier um eine europäische Verantwortung, um die Glaubwürdigkeit auch der Europäischen Union. Die Grenzen unserer Leistungs- und unserer Aufnahme- und Integrationsfähigkeit, die sind ein paar Tage lang in der offiziellen Rhetorik zu kurz gekommen. Das hat man inzwischen nachgeholt. Diese Grenzen ergeben sich ja nicht allein durch die Raumnot vieler Kommunen und die Tatsache, dass vieles nicht vorbereitet worden ist, was in der Tat viel früher hätte vorbereitet werden können. Das entscheidende Problem scheint mir zu sein, dass wir es mit einer
Einwanderung zu tun haben, die ungeheure Herausforderungen stellt an unsere Integrationsfähigkeit, vor allem in Sachen Eingewöhnung in unsere politische Kultur. Und diese politische Kultur, die Kultur des Grundgesetzes, die deutsche Form der politischen Kultur des Westens, die schließt zum Beispiel ein die unveräußerlichen Menschenrechte, die Religions- und Meinungsfreiheit einschließlich der Religionskritik. Dazu gehört die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Dazu gehört die sexuelle Selbstbestimmung. Dazu gehört all das, was wir im Lauf der Jahrzehnte als Errungenschaft akzeptiert haben und wo wir uns der politischen Kultur des Westens geöffnet haben. Es ist ein ungeheures Problem, Menschen, die zum Teil ganz andere Parolen gelernt haben, die zum Beispiel auch glauben, dass man Israel beseitigen können muss und dass es auch legitim ist, Juden zu hassen. Menschen, die in solchen Traditionen aufgewachsen sind, beizubringen, dass die politische Kultur der Bundesrepublik eine ungeheure Anstrengung auch von ihnen erfordert. Das ist in der öffentlichen Debatte lange zu kurz gekommen. Und was mich an dieser Debatte gestört hat, war ein gewisses Maß an deutscher Selbstgefälligkeit und Selbstgerechtigkeit. Das Gefühl, wir sind die Weltmeister der Hilfsbereitschaft, so ist das sogar im Bundestag gesagt worden, oder ein Sehnsuchtsland für alle Welt oder die Leitnation der europäischen Werte, eine Großmacht der Werte. Das, glaube ich, grenzt an Selbstüberhebung. Das nützt Deutschland nicht. Das ist unrealistisch. Es schadet uns eher auch bei Kreisen, die Deutschland eher wohlgesonnen sind. Nein, wir dürfen uns auch nicht übernehmen. Wir müssen realistisch bleiben und vor allem einen Grundsatz berücksichtigen. Wir dürfen nicht mehr versprechen, als wir halten können. Okay, zwei Fragen dazu. Zum einen, die Hilfsbereitschaft ist auch deshalb gelobt worden, weil sie so großartig da ist. Wollen Sie das nicht anerkennen? Das ist wunderbar, auch als ein Korrektiv zu den entsetzlichen Bildern aus Heidenau oder Tröglitz. Wer hätte sich darüber nicht gefreut? Also das versteht sich von selbst, dass das ein wunderbares Signal ist. Man muss es aber nicht verbinden mit diesem fast schon nationalistischen Pathos, wir die Weltmeister, wir sind die Guten. Das, glaube ich, ist zu dick aufgetragen und eine Nummer kleiner wäre besser. Die zweite Frage, was braucht es denn, um einen realistischen Ansatz zu finden? Ich glaube, wir müssen eine ganz offene Diskussion darüber führen, ob ein so erfahrener Korrespondent wie Michael Martens von der FAZ nicht doch recht hat, wenn er sagt, manche Äußerungen, die sich auf Syrien bezogen, haben wörtlich eine kaum zu überschätzende Sogwirkung entfaltet auf die Menschen, die aus Syrien bereits geflohen waren und jetzt in den ärmlichen Lagern im Libanon, in Jordanien oder in der Türkei leben und daraufhin beschlossen, diesen gefährlichen Weg nach Europa anzutreten. Haben wir nicht zumindest hingenommen, dass da Illusionen entstanden sind, dass da das Gefühl aufgekommen ist, Deutschland ist legale Einwanderung erleichtern und doch das wäre ein Signal der Menschlichkeit an diejenigen, die sich nicht auf den Asylartikel berufen können. Sie dürfen aber nicht vergessen, ich will Ihnen das nur sagen, dass neben diesen Flüchtlingszahlen wir jährlich eine Einwanderung nach Deutschland aus dem Ausland von netto 600.000 Menschen haben. Von 600.000 Menschen, auch außerhalb der Europäischen Union. Dass hier jeder kommen kann, der einen Arbeitsvertrag hat. Jeder kommen kann aus Mangelberufen. Und wir dürfen jetzt nicht das Signal setzen. Sie haben, Frau von Hahn, Sie haben eine große Tür Asyl auf. Glauben Sie nicht, dass Sie die zubringen, indem Sie eine zweite Tür ebenfalls aufmachen. Das ist keine Lösung. Ich muss es mal ein bisschen polemisch sagen. Die CSU hat bundespolitisch in den letzten Monaten und Jahren nicht gerade geglänzt. Sie haben einen Rohrkrepierer. Sie haben einen Rohrkrepierer mit dem Betreuungsgeld fabriziert. Der nächste Rohrkrepierer wird die Maut, wo Sie vom Europäischen Gerichtshof schon die entsprechende rote Karte kriegen. Und jetzt, wie immer, muss man klar sagen, profiliert sich die CSU genau in der Flüchtlingsfrage.
Und ich muss Ihnen wirklich sagen, was Sie zurzeit auch mit der Union machen, das heißt mit der CDU. Ihr Vorsitzender hat noch vor 4 Monaten gesagt, mit Angela Merkel wird die Union die absolute Mehrheit bekommen. Und jetzt demontieren Sie sie öffentlich. Und ich muss Ihnen sagen, Sie erweisen der Union damit keinen guten Dienst. Aber darauf da muss er kurz darauf antworten, ja, Herr Schwenecker, dann Sie bitte. Wir wollen nicht Angela Merkel demontieren, sondern wir müssen dieses Problem lösen. Und wenn Sie rechnen, dass in Bayern 200.000 ankommen, dann nehmen Sie das nächstes Jahr mal 12 und dann werden Sie sehen, dass dieses Land in ungeheure Probleme kommt. Und deswegen fordern wir die Kanzlerin auf, jetzt zu handeln. Im Übrigen wird in Bayern das Betreuungsgeld weiterbezahlt. Hier haben die Mütter, die Eltern. Ja, das ist schon sicher. Das werden wir beschließen. Da haben die Eltern in anderen Bundesländern Probleme. Bleiben wir bei der Flüchtlingspolitik, Herr Schwenecker. Demontiert die CSU gerade die Kanzlerin? Nein, das sehe ich anders. Also erstens, Frau von Hahn, zwischen diesem Treueschwur von Horst Seehofer und seinen jetzigen Äußerungen liegen eben die Äußerungen der Kanzlerin in Sachen Flüchtlingspolitik. Das muss man schon auch zur Kenntnis nehmen. Moment, und das kann natürlich, durchaus auch eine Rolle spielen. Nein, die CSU hat klar einen Strategiewechsel vorgenommen. Das ist hochinteressant. Politisch einen Strategiewechsel vorgenommen. Bislang galt die Parole, wir stehen treu und fest zu Angela Merkel, damit sie 2017 wieder zur Bundeskanzlerin gewählt wird und wir als CSU sozusagen im Windschatten dieses Wahlsieges 2018 zum glorreichen Wahlsieg in Bayern antreten können, um die absolute Mehrheit zu holen. Davon hat sich die CSU komplett verabschiedet und hält Abstand zur Kanzlerin, weil sie Ansteckungsgefahr sieht. Das spielt sich im Moment politisch ab. Und das ist der Hintergrund dessen, warum die CSU so agiert, wie sie agiert. Herr Laschet. Nicht um die Kanzlerin zu demontieren, sondern um selbst besser dazustehen. Ich möchte mal sagen, nein, ja, aber jetzt mal, aber eins, aber, Demokratie ja, aber jetzt mal eins nach dem anderen. Also ich finde, ich lese gerade die Biografie über Franz Josef Strauß. Also da ging es heftiger zu als das, was wir im Moment erleben. Dass in einer solch wirklich historischen Situation auch unterschiedliche Akzente aus unterschiedlichen Erfahrungen. In Bayern kommen halt die meisten unmittelbar an. Artikuliert werden. Heißt doch nicht, dass da in der bayerischen Staatskanzlei jemand sitzt und macht jetzt einen Strategiewechsel. Doch. Und bisher war er für Frau Merkel. Und doch, jetzt, nein, genau so ist in dieser einen Frage. Das Hemd ist die CSU Frau von Haaren, das hat auch nichts mit Betreuungsgeld zu tun. Er ist in dieser einen Frage dezidiert anderer Meinung. Und ich wette, ja, weil er weiß, wenn Sie dass er die Mitglieder, wenn Sie die Mitglieder mal in der SPD fragen würden, oder wenn Sie manchmal Herrn Gabriel in diesen Tagen meandernd sehen in dieser Frage, ist das doch etwas, was die Menschen in Deutschland aufwühlt wie nichts anderes? Und das dann. Aber welche Folge ziehen wir daraus? Das ist der eine Teil. Es ist keine Strategie am grünen Tisch. Was folgt jetzt daraus? Der Akzent ist gesetzt worden, der jetzt zu einem Konsens in der Großen Koalition und zu meiner großen Überraschung mit allen 16 deutschen Bundesländern geführt hat, ein großes finanzielles Maßnahmenpaket zu beschließen, im Asylrecht Veränderungen durchzuführen, die wir seit 20 Jahren nicht hatten, und uns in die Richtung zu bewegen, die Herr Winkler genannt hat. Asyl ist Asyl und Einwanderung ist Einwanderung. Genau. Und deshalb, da ist schon so ein kleines Einwanderungsgesetz mit drin in dem, was die Große Koalition beschlossen hat. Nämlich, dass sie für die Gruppen vom Balkan, die aus dem Asylverfahren raus müssen, wo die bayerische Idee richtig ist, Erstaufnahmezentren zu haben, aus denen sie zurückgeführt werden, ohne in die Kommunen zu kommen, denen aber eine Alternative anzubieten, wie sie auf einem anderen Weg, wenn sie Qualifikationen haben, nach Deutschland kommen könnten. So, und in dem Feld bewegen wir uns derzeit. Und ich finde, an diesen Sachthemen sollten wir das eher festmachen. Können wir gleich machen, aber ich würde gerne noch bleiben, kurz bei dem Punkt, den wir gerade hatten, was das für ein seltsamer Streit zwischen der CSU und der CDU ist. Möglicherweise ist er ein Strategiewechsel, aber in jedem Fall zeigt er doch, dass es ein komplett unterschiedliches Verständnis einer Flüchtlingspolitik gibt. Und es gibt wüste Anschuldigungen und Anwürfe an die Kanzlerin. Ich will das noch mal wiederholen für denjenigen, der es nicht sofort immer drauf hat. Diese Entscheidung, die Flüchtlinge aus Ungarn nach Deutschland zu holen oder, wie es Hans-Peter Friedrich formuliert, sie unkontrolliert ins Land zu lassen, hat er selber bewertet als eine beispiellose
politische Fehlleistung der Bundesregierung, die verheerende Spätfolgen mit sich bringen würde. Das ist schon so Strauß'sche Qualität, würde ich glauben, ohne die Biografie, wie Sie gelesen zu haben. Und Herr Seehofer hat da noch eins draufgesetzt und hat gesagt, es ist ein Fehler, der uns noch lange beschäftigen wird. Und da lässt er ja überhaupt gar nicht locker. Gestern sagt er noch und schlägt wieder in dieselbe Kerbe, die Angelegenheit sei vollständig aus den Fugen geraten. Das ist immer doch ein klarer Hinweis, dass die Kanzlerin versäumt, die Sache in die Hand zu nehmen. Oder hören Sie da lauter Freundlichkeiten raus? Also, da muss man jetzt bei jedem... Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Dankeschön. Dankeschön. Keine Ahnung, ob es der Bundeskanzlerin immer noch Spaß macht, mal eben nach New York zu fliegen und dann bei den Vereinten Nationen herumzusitzen. Eines glaubt man aber sofort, dass es tausendmal netter ist, von U2-Sänger Bono und Ban Ki-moon gelobt zu werden für die große Willkommensgeste, als hierzulande von immer mehr Seiten gesagt zu bekommen, sie habe keinen Plan in der Flüchtlingspolitik. Darüber wollen wir heute Abend diskutieren. Und bei uns sind der Historiker Heinrich August Winkler, der stellvertretende Parteivorsitzende der CDU ist da, Armin Laschet, der Fraktionsvorsitzende der CSU im Bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, die ARD-Hauptstadtkorrespondentin Marion von Haaren und der Chefredakteur von Cicero, Christoph Schwennecke. Herzlich willkommen Ihnen allen. Bundespräsident Joachim Gauck hat am Sonntag in Mainz eine Rede gehalten zur Eröffnung der interkulturellen Woche und hat mit dieser Rede, das meinen zumindest einige, der Bundeskanzlerin einen deutlichen Hinweis geben wollen, dass Deutschland in der Flüchtlingspolitik doch nicht alles schaffen kann. Herr Schwennecke, das war eine neunseitige Rede, das war eine durchaus lange Rede. Da war auch eine Menge die Rede von Menschlichkeit, von Solidarität, von Zuversicht. Aber hängen geblieben ist dieser Satz, dass die Aufnahmefähigkeit begrenzt sei. Wollte der Bundespräsident das so? Definitiv. Also seine Redenschreiber und er selbst wissen ganz genau, dass in solchen Zusammenhängen dann das Soundbite, also der Teil am Ende, die Überschrift in den Tageszeitungen bildet, den er hier gerade auch noch mal gesagt hat. Deshalb bin ich ganz sicher, dieser Satz war eingebaut, weil er merkte, er muss teilweise die Aussagen der Bundeskanzlerin korrigieren, um mäßigend auf diese Ströme, die hierher kommen wollen, einzuwirken. Hat er denn recht, dass die Aufnahmekapazität begrenzt werden müsste? Also jedenfalls ist es eine, glaube ich, inzwischen Binsenweisheit, wenn man sagt, dass Deutschland und Europa oder die Europäische Union im Moment überfordert ist mit dem, was hier auf uns zukommt. Das ist nicht mehr systematisch und in geordneten Bahnen zur Hand zu haben. Natürlich hat Angela Merkel recht, wenn sie sagt, das deutsche Asylrecht kennt keine Obergrenzen. Wir können über die Frage streiten, ob es dann so sinnhaft ist von ihr, es nach dem Satz, wir schaffen das auch noch mal öffentlich zu sagen, denn du musst es nicht unbedingt sagen. Aber sie gleichwohl hat danach auch ihr Innenminister Thomas de Maizière gesagt, ja, das stimmt, aber faktische Obergrenzen müssen wir uns schon irgendwie einfallen lassen. Auch das ein Indiz dafür, ein klarer Hinweis dafür, dass das, was im Moment ankommt, an Leuten nicht mehr zu beherrschen ist. Aber da können wahrscheinlich die beiden Herren aus den Bundesländern noch sachdienliche Hinweise dafür geben. Herr Laschet, dann frage ich Sie als ein Herr aus den Bundesländern, warum braucht es den Bundespräsidenten und erst den Bundespräsidenten, um zu sagen, wie wir es schaffen könnten? Das Wie gehört ja eigentlich in den Aufgabenbereich einer Kanzlerin beispielsweise. Die hat aber gesagt, dass es eben nicht dieser Obergrenzen bedürfe und sie halte sie auch gar nicht für nötig. Warum braucht es den Bundespräsidenten, um ihr das Gegenteil reinzusingen? Es braucht nicht den Bundespräsidenten. Und mein Eindruck ist, man schwankt im Moment zwischen extremen Bildern. Mhm. Vor 8 Wochen ungefähr titelt der Stern die Eiskönigin. Diese eiskalte Bundeskanzlerin, die dem armen Flüchtlingsmädchen Rehm erklärt, dass manche auch nach Hause gehen müssen, dass nicht jeder hier bleiben kann. Da galt sie als die Eiskalte, jetzt titelt der Spiegel Mutter Teresa. Also da liegen schon Welten zwischen. Und Mutter insofern Angela, genau. Weiß natürlich die Bundeskanzlerin, dass es Aufnahmegrenzen gibt. Aber nicht nur Welten, Herr Laschet, sondern auch eine Aussage. Das ist nach dem Unterschied. Aber wenn die Rheinische Post sie in einem Interview fragt,
kennt das Asylrecht eine Obergrenze, ist die logische Antwort, die übrigens auch der Bundespräsident nicht anders gegeben hat, nein, das kennt sie nicht. Das Asylrecht ist ein Grundrecht. Wer verfolgt ist, bekommt Asyl. Und das kann man, wenn man das Asylrecht nicht ändert, wozu der Bundespräsident auch keinen Vorschlag gemacht hat, nicht begrenzen. So, dennoch ist die Aufnahmefähigkeit der Gesellschaft natürlich an Grenzen. Und deshalb hat das Bundeskabinett unter Führung dieser Bundeskanzlerin gestern, nee, am Dienstag, ein Maßnahmenpaket beschlossen in großem Konsens mit den deutschen Ländern über Parteigrenzen hinweg, was die größte Verschärfung des Asylrechts seit 25 Jahren ist. Auch das muss man da mal zusagen. Und insofern glaube ich, dass man, wenn man wieder sachlich spricht, was müssen wir jetzt tun? Wie kriegen wir die Systeme in Ordnung? Wie kriegen wir die Außengrenze gesichert? Wie kriegen wir vielleicht mittelfristig sogar den syrischen Bürgerkrieg beruhigt? Dann finde ich, sollten wir darauf die Kräfte konzentrieren und nicht so sehr auf diese Bilder. Aber sie hat es ja nicht gesagt. Sie hat ja immer gesagt, wir schaffen das. Ja, aber soll eine Bundeskanzlerin sagen, wir schaffen es nicht? Dann, nee, aber sie könnte sagen, wie wir es schaffen. Ja, das hat sie gesagt. Sie sagt das, indem wir zurück... Also der Ausgangspunkt der Kritik an der Bundeskanzlerin, auch von den bayerischen Freunden, ist ein Freitagnachmittag, wo Tausende von Budapest über die Autobahn auf dem Weg nach Deutschland sind. Sie wären 2-3 Tage später ohnehin an der deutschen Grenze gewesen. Und dazu sagen, mit dem österreichischen Bundeskanzler zusammen und Viktor Orban zusammen, wir machen das geordnet, das war das, was sie entschieden hat. Die Wirkung, die Willkommenskultur, die Begeisterung ist durch ganz normale Bürger am Münchner Hauptbahnhof entstanden. Das waren die Bilder, die um die Welt gingen. Nicht die sachliche Entscheidung der Bundeskanzlerin. In dem Moment kann ich es nicht zulassen, dass ein solch ungeordneter Zustand auf der Autobahn stattfindet. Die CSU, Herr Kreuzer, wird nicht müde, genau diese Entscheidung zu kritisieren und hat danach mehrfach gesagt, es habe sich um einen riesigen Fehler gehandelt. Hat die Bundeskanzlerin die Lage noch im Griff, wenn sie sagt, es bräuchte keine Obergrenzen und brauchte es den Bundespräsidenten, zu dem Herr Seehofer gestern verschiedentlich gesagt hat. Eine Art Land der unbeschränkten Möglichkeiten. Das waren die USA im 19. Jahrhundert. Das sind wir ganz gewiss nicht. Also die Verpflichtung zur Nüchternheit, zur offenen Aussprache auch dessen, was eine Grenze, eine objektive Grenze und unserer Aufnahmefähigkeit ist, das ist mir zu kurz gekommen. Bitte? Bemisst sich das für Sie in Zahlen, dass man sagt, okay, hier Nein, ist die Grenze? Das lässt sich nicht in Zahlen ausdrücken. Insofern stimmt es ja auch, dass das Asylrecht keine quantitative Obergrenze hat. Das Asylrecht wirft die Frage auf, ob wir jetzt in eine grundsätzliche Diskussion auch des Artikels 16a eintreten müssen. Es ist ja nicht illegitim zu fragen, ob es etwa ehrlicher wäre zu formulieren, politisch Verfolgten gewährt die Bundesrepublik nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit Asylrecht. Darüber muss gesprochen werden. Ich kenne die Antwort nicht. Aber eine Diskussion darüber, die darf nicht tabuisiert werden. Denn eine Gefahr ist groß, den falschen Eindruck hervorzurufen, als könnten wir allen politisch Verfolgten dieser Welt zur selben Zeit und auch denen, die das Asylrecht für sich beanspruchen, ohne es vielleicht wirklich beanspruchen zu können, den Eindruck zu vermitteln, in Deutschland ist es möglich, dass wir unterkommt und eine gute Zukunft findet. Das können wir allein nicht. Wir dürfen uns nicht überheben. Wir müssen mit anderen zusammenwirken, mit den anderen Ländern der Europäischen Union, mit den großen westlichen Demokratien, auch Amerika und Kanada. Australien und Neuseeland können sich nicht heraushalten, wenn die Flüchtlinge aus Afghanistan und aus Irak und aus Syrien kommen. Syrien ist eben nur ein großes und Sie, Krisenland. Herr Winkler, wären, sonst hätten Sie es nicht gesagt, dafür den Grundgesetz Artikel 16a so zu verändern, wie Sie es gerade beschrieben haben, mit einem Einschub, der da hieße, im Rahmen der Möglichkeiten. Dann diskutieren wir darüber. Ich fände, wir müssen diese offene Diskussion führen. Wir dürfen es nicht tabuisieren, weil die Gefahr, etwas zu behaupten, was einfach nicht ehrlich ist, diese Gefahr ist groß. Pardon, Herr Winkler, also mit allem Respekt. Wenn Sie hier das Bild zeichnen, dass Sie durch eine andere gesetzliche Regelung den Zuzug und die Wanderungsbewegung, die eingesetzt haben, wirklich begrenzen können, dann behaupten Sie etwas, wo alle Innenminister im Grunde genommen sagen, das ist eine Bewegung,
die kann man so nicht stoppen. Sie können viele Gesetze begrenzen. Sie können den Asylbewerbern das Geld wegnehmen. Sie können die Leistungen einschränken. Sie können all das machen. Aber bitte erzeugen Sie nicht die Illusion, dass wir in Deutschland und Europa uns gegen eine Armuts- und Bürgerkriegsbewegung abschotten können. Das ist eine ganz große Illusion. Und das vermisse ich auch bei vielen Politikern, gerade auch von der CSU, die immer wieder das Bild vermitteln, ja, das kriegen wir in den Griff, wir müssen nur ein paar Gesetze ändern. Ich stimme Ihnen zu, wir können das nicht stoppen. Die Frage ist, ob wir den Strom anschwellen lassen sollen oder ob wir nicht alles tun sollten, um möglichst nah vor Ort zu helfen. In den Lagern, die dort bestehen. Die Vereinten Nationen haben ein Flüchtlingshilfswerk, dem die Mittel immer versprochen, aber nicht bewilligt worden sind in der Vergangenheit. EU und UNO müssen zusammenarbeiten und die Idee auch von Notaufnahmelagern möglichst nah an den Krisenherden, verbunden mit Entwicklungshilfe, mit einer viel bewussteren, gezielteren Entwicklungshilfe. Dazu brauchen Sie Waffen, dazu brauchen Sie Soldaten. Sie wissen, dass das immer wieder an dieser Frage scheitert. Sie können keine Sicherheitszonen einrichten wie in Srebrenica, wo Sie die Leute reintun und kein Mensch sorgt für die Sicherheit. Zum Teil liegt das auch in einer verfehlten Libyen-Politik. Herr Kreuzer, erweckt auch die CSU die Illusion in Frau von Harens Sicht der Dinge, dass man den Flüchtlingszuzug, den Strom, von dem Sie sprechen, stoppen kann? Und es geht gar nicht? Wer die Auffassung vertritt, wir können Flüchtlingsströme überhaupt nicht stoppen, sondern müssen alles nach Europa lassen, aus Afrika, aus dem Nahen Osten, der wird diesem Kontinent schweren Schaden zufügen. Ich sage hier, allein in Syrien sind 6 Millionen in Lager und 9 Millionen Binnenflüchtlinge. Wenn die alle hierher kommen, ist selbst ganz Europa überfordert. Dazu kommt aber Afghanistan und weitere Länder. Und wie geht es dann? Es geht so, wie es alle anderen Länder in dieser Welt machen, die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada. Diese Länder sichern ihre Außengrenzen, helfen vor Ort in den Flüchtlingslagern und lassen Leute aus Kriegsgebieten nur dann einreisen, wenn ein entsprechendes Kontingent festgelegt worden ist. Die Staaten müssen in der Hand haben, wie viel kommen und nicht die Schleuser. Ich sage dies nochmal und dies müssen wir in Europa auch so machen. Außengrenzen sichern, in den Lagern helfen. Die Leute sind ja gar nicht mehr in Kriegsgefahr in der Türkei, im Libanon, in Jordanien, sondern die müssen wir entsprechend unterstützen und nach Europa, in einem gemeinsamen europäischen Kontingent, kann nur derjenige einreisen, der in dieses Kontingent fällt. Dies ist die Handhabung aller Staaten. Nur wir in Europa machen es anders. Und wir können dies nicht so machen, denn dann haben wir die Entwicklung überhaupt nicht im Griff und waren grenzenlos überfordert. Ich sage, diese Entwicklung werden wir nicht einmal bis Weihnachten vernünftig gestalten können, wenn jeden Tag allein in Bayern 11.000 kommen. Und hier ist ein Wort der Kanzlerin angesagt, dass die Aufnahmefähigkeit dieses Landes jetzt erreicht ist. Es muss jetzt ein umgekehrtes Signal gesetzt werden, damit nicht immer noch mehr kommen, in dem Glauben, dass sie hier willkommen sind und dass die Aufnahme problemlos abläuft. Wir brauchen hier ein offenes Signal der Kanzlerin. Darum bitten wir, die Vergangenheitsdiskussionen bringen uns gar nichts. Aber so wie es jetzt ist, kann es auf keinen Fall weitergehen. Wir brauchen auch ein anderes Signal. Wir brauchen auch ein Signal, dass wir ja auf Einwanderung angewiesen sind und infolgedessen ein modernes, liberales Einwanderungsgesetz bauen. Und dem widerspricht Ihre Partei und isoliert sich damit zunehmend. Das würde nämlich die... Er sei so dankbar, um mal zu sagen, dass die Aufnahmefähigkeit sehr wohl begrenzt ist. Zunächst halten wir die Entscheidung des Bundesamts zu twittern, dass nach Dublin III nicht mehr zurückgeführt wird und auch die Aussage der Bundeskanzlerin eine Mitursache, dass so viele gekommen sind. Da sind die Zahlen erst richtig hochgegangen seit diesem Zeitpunkt. Ich muss Ihnen leider sagen, dass wir in Bayern Stand heute 192.000 Flüchtlinge nur im September haben, heute 11.000 und gestern 11.000. Das sind Dimensionen, die man gar nicht mehr auf ein Jahr hochrechnen will. Wir müssen handeln und müssen die Flüchtlingszahlen begrenzen. Es geht nicht um das Asylrecht. Asyl genießt der einzelne politisch Verfolgte bei uns. Dies sind nur 1% der Flüchtlinge. Sondern es geht darum, dass wir eine europäische Rechtslage haben, dass im Moment jeder Anspruch hat, nach Deutschland zu kommen.
der aus einem Kriegsland kommt oder einem Bürgerkriegsland. So eine solche Rechtslage kennen alle anderen Länder nicht. Nicht Amerika, nicht Australien, nicht Kanada. Dies ist europäisches Recht, hat mit dem Grundgesetz nichts zu tun. Und das müssen wir ändern. Aber die Frage war, hat die Bundeskanzlerin die ganze Sache noch im Griff? Wir müssen ganz klar sagen, dass insgesamt, wenn die Zahlen so anhalten, wir in eine schwierige Situation kommen und nicht mehr davon ausgehen können, dass wir bei diesen Zugangszahlen die Dinge managen, lösen können und im Griff haben. Und deswegen müssen wir dringend die Zugangszahlen absenken durch verschiedene Maßnahmen. Also hat die Bundeskanzlerin es nicht mehr im Griff? Die Bundeskanzlerin löst das Problem nicht allein. Ich sage Ihnen, ein Problem von Bayern ist, dass viele andere Länder, zum Beispiel rot-grün regierte Länder, nicht Nordrhein-Westfalen in erster Linie, die Kontingente nach dem Königsteiner Schlüssel uns nicht mehr abnehmen. Die Leute kommen zu uns, die anderen müssten abnehmen und sagen, sie haben keine Aufnahmekapazitäten mehr. Es ist eine objektiv schwierige Situation. Wir brauchen die Rechtsänderung und die Außengrenzensicherung in der Europäischen Union. Es kann nicht sein, dass die Schleuser hier bestimmen, wie viele Menschen nach Europa kommen, sondern dies müssen die Bürger und die Staaten und die Regierungen bestimmen. Aber Sie und dazu scheuen müssen sich wir wieder kommen. Die politisch Verantwortliche dafür anzugehen. Höre ich das richtig raus? Ich glaube, eine Betrachtung nach hinten hilft uns nichts. Wir müssen jetzt mit der Haben Sie aber selbst gemacht? Sie haben den Tweet genannt, Sie haben die Entscheidung von Anfang September genannt. Und jetzt, da ich Sie noch mal frage, wollen Sie es wieder nicht machen? Sie haben recht, dass wir diese Entscheidungen für falsch gehalten haben. Aber ich sage Ihnen, es kommt jetzt darauf an, dass wir alle gemeinsam mit der Bundeskanzlerin handlungsfähig werden, um die Dinge in der Zukunft richtig hinzubekommen. Und da haben wir nicht mehr viel Zeit. Ansonsten droht uns die Lage wirklich über den Kopf zu wachsen. Und das wollen wir in Bayern verhindern. Frau von Hahn, stimmt denn der Befund überhaupt, den Herr Kreuzer jetzt auch permanent im Munde führt, dass die Aufnahmefähigkeit begrenzt sei? Also die Frage der Obergrenze kann ich nicht beantworten, möchte ich auch nicht beantworten, weil wir haben ein Grundgesetz, wir haben Grundwerte und ich finde es wichtig, immer wieder daran zu erinnern. Ich ärgere mich aber auch ein bisschen darüber, dass die Chronologie der Dinge nicht sauber berichtet wird. Wir haben Mitte August den Befund gehabt, dass wir 800.000 Flüchtlinge werden aufnehmen müssen in Deutschland. Das war Mitte August. Mhm. Am 21. August hat die Bundesagentur für Migration und Flüchtlinge, nachdem die Innenminister und der Bundesinnenminister entschieden haben, eine totale Blockadesituation aufzulösen, weil die eigenen Beamten in Deutschland nicht mehr in der Lage sind, die Leute alle zurückzuschicken, gesagt, die Leute werden nicht mehr zurückgeschickt, sie werden durchgeleitet. Das war am 21. August. Das Zitat, was ich ständig in der Anklage gegen Angela Merkel höre, ist am 5. September gewesen. Also bitte noch einmal sauber mit den Fakten umgehen. Der starke Zuzug war schon den ganzen August zu beobachten. Und wenn wir jetzt noch mal einen Schritt weitergehen, dann würde ich sagen, diese Flüchtlingskrise, wie wir sie jetzt erleben, war voraussehbar. Es hat Warnstimmen gegeben. Wir erleben seit mehreren Sommern, dass die Menschen im Mittelmeer ertrinken. Bitte schön, wer behauptet denn jetzt, dass das alles plötzlich über Nacht kommt? Wir haben eine Situation in den Flüchtlingsheimen, in den Flüchtlingslagern im Libanon. Da haben wir schon im Weihnachten, Winter letzten Jahres gehört, dass es viel zu wenig zu essen gibt, dass die Menschen nicht mehr versorgt werden. Im Zeitalter, wo alle Informationen um die Welt gehen, können wir nicht mehr sagen, ach, damit haben wir nichts zu tun, das ist weit weg. Natürlich haben die Leute Smartphones und sie wissen, wo es sich besser leben lässt. Die Geschichte jetzt Angela Merkel und ihrem Satz anzuhängen, finde ich, ehrlich gesagt, bigott. Und ich kann nur sagen, nicht kleine oder große, ja, nicht nur eine große Geste, es war eine großartige Geste, die sie geleistet hat. Und sie hat dafür in der Welt zu Recht sehr viel Anerkennung bekommen. Ja, das ist aber das Problem dieses Satzes, Frau von Hahn, Sie haben ja den Zeitablauf richtig und akkurat dargestellt, ist, dass er eben unterschiedliche Öffentlichkeiten erreicht hat. Er war eigentlich gemünzt auf eine Welchen deutsche, meinen Sie jetzt den genau? Satz, wir schaffen das. Sie hat gesagt, und sie hat sich in die Bundespressekonferenz gesetzt, ohne dass sie gefragt worden wäre, es war fester Vorsatz, diesen Satz loszuwerden, hat sie gesagt, Deutschland ist ein starkes Land, wir schaffen das, zweimal hintereinander. So, dieser Satz war
gemünzt darauf, an die deutsche Solidarität, also an die Hilfsbereitschaft der deutschen Bevölkerung zu appellieren. Notabene, vorher gab es schreckliche Szenen von brennenden Flüchtlingsheimen. Das passierte zwischen dem Treffen mit dem Mädchen in Rostock, also Rehm in Rostock, und dieser Bundespressekonferenz. Aber Herr Laschet, es tut mir leid. Sie haben gerade gesagt, soll sie sagen, wir schaffen das nicht? Sie hat wortwörtlich diesem Mädchen in Rostock gesagt, wir können das auch nicht schaffen. Da sind Tausende und Tausende deiner Landsleute in diesen Flüchtlingslagern, im Libanon, in Jordanien, anderswo. Wir können das auch nicht schaffen, hat sie wörtlich gesagt. Und Moment, und sechs Wochen später sagt sie das glatte Gegenteil. Und dieser Satz war eigentlich gerichtet an eine Öffentlichkeit hier, aber über Twitter, Facebook, WhatsApp,